So, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, liebe Mitglieder hier im Ausschuss, meine Damen, meine Herren, ich würde vorschlagen, wir starten jetzt mit unserer Sitzung. Wir haben heute die 16. Sitzung von unserem Ausschuss für Integration, Frauen, Gleichstellung, Vielfalt und Antidiskriminierung. Und ich begrüße Sie herzlich nach den Osterferien. Ich hoffe, Sie hatten erholsame Feiertage und Ferien und können Sie jetzt noch mal richtig in die parlamentarische Arbeit starten. Und ich möchte auch gerne die Gelegenheit nutzen, allen muslimischen Ausschussmitgliedern, sowohl Zuschauer, Zuschauerinnen, Damen und Herren, die in irgendeiner Weise heute diesen Ausschuss verfolgen, zum Zuckerfest, zum Ende des Fastenzeits Ramadan meine Glückwünsche aussprechen. Und das denke ich auch im Namen aller hier in diesem Ausschuss. Also feiern Sie schön mit Ihren Lieben. Sie dürfen das noch bis Freitag machen. Bonbons können Sie auch während der Sitzung schnabulieren. Sie dürfen es nur nicht so laut machen, wenn Sie das Wort haben. So, nach dieser umfangreichen Begrüßung begrüße ich natürlich selbstverständlich auch unsere Senatorin Frau Kızıltepe, dann unseren Staatssekretär Herrn Max Landero und die anderen beiden Staatssekretäre bzw. der Staatssekretär, die Staatssekretärin sind entschuldigt. Ich frage Sie ja vor Beginn jeder Sitzung zum Stream sowie Bild- und Tonaufnahmen durch die Presse. Da will ich Sie auch wieder erneut darauf hinweisen, dass unsere Sitzung auch heute wieder per Livestream auf der Seite des Abgeordnetenhauses übertragen wird. Ich begrüße alle ganz herzlich, die uns auf diesem Wege zusehen. Seien Sie herzlich willkommen. Die Sitzung wird zudem aufgezeichnet und auch im Nachhinein auf die Seite des Hauses abrufbar sein. Ich stelle darüber hinaus fest, dass die Presse nach § 4 der Hausordnung der Präsidentin vom 17. März 2023 Bild- und Tonaufnahmen anfertigen darf. Da widerspricht auch keiner, dann tun wir das so. So, Ihnen liegt ja die Einladung vom 21. März für unsere heutige Sitzung vor. Gibt es irgendwelche Änderungswünsche, was die Tagesordnung angeht? Mir wurde mitgeteilt, dass zu einem Besprechungspunkt der Titel noch korrigiert werden sollte. Und da hatte sich der Abgeordnete Özdemir bei mir gemeldet, der auch gleich das Wort bekommen kann, um diese Korrektur noch mal anzusagen. Ja, bitte, danke. Herr. Es ging um den Punkt 3, Tagesordnungspunkt 3. Da geht es um die Digitalisierung bei der Integration und Beratung von Geflüchteten und Neuzugewanderten und nicht um die Aufnahme, damit es keine Missverständnisse gibt. Wollte ich das nur noch mal klarstellen. Alles klar, danke für diese wichtige Korrektur. Dann denke ich, widerspricht hier keiner, dann verfahren wir so. Dann gibt es also keine Einwände mehr zur Tagesordnung. Dann haben wir uns eine Tagesordnung gegeben und in die steigen wir auch gleich ein. Und ich rufe den Punkt 1 der Tagesordnung auf. Das ist immer wieder beliebter Punkt, nämlich die Aktuelle Viertelstunde. Rechtzeitig wurde im Vorfeld der Sitzung eine Frage schon eingereicht. Die Frage von Bündnis 90 Die Grünen möchte Frau Boskurt stellen und hat dafür auch das Wort. Bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch ich möchte allen muslimisch markierten Menschen ein frohes Ramadanfest oder Zuckerfest wünschen und möchte gerne unsere Frage vorlesen. Was unternimmt die Senatsverwaltung für Vielfalt und Antidiskriminierung konkret gegen Antiziganismus und zur Stärkung der Teilhabe von Romja und Sintize angesichts dessen, dass die Regierungskoalition mit dem fehlenden Bekenntnis zum Landesprogramm zur Stärkung der Teilhabe von Romja
und gegen Antiziganismus Berlin 2023 einen politischen Rückschritt in der Bekämpfung des Antiziganismus vollführt hat, so dass damit das wichtige Zeichen der Berliner Bezirke am 8. April, also zum Roma-Day, mit der Beflaggung vor den Bezirkshäusern anlässlich des Roma-Days nicht als bloßer Symbolismus verhallt. Vielen Dank. Die Senatorin hat das Wort zur Antwort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Abgeordnete, für die Frage, weil Sie nämlich anlässlich des 8. Aprils, dem Internationalen Tag gegen Romnia, unsere Aufmerksamkeit auf dieses sehr wichtige Thema auch lenkt. Und leider ist es so, dass Antiziganismus bzw. Rassismus gegen Sinti und Romnia ein gravierendes Problem in Deutschland, aber auch in Berlin darstellt. Dem Senat ist die Bekämpfung von Antiziganismus bzw. Rassismus gegen Sinti und Romnia und die Stärkung der Teilhabe dieser Gruppe ein sehr wichtiges Anliegen. Und deshalb haben wir natürlich auch konkrete Maßnahmen für diese Gruppe, um dem Antiziganismus, Rassismus gegen diese Gruppe auch entgegenzutreten. Zunächst möchte ich nennen die Einsetzung des Beirats für die Angelegenheiten von Roma und Sinti nach § 18 Partizipationsgesetz. Dieser soll dem Senat in allen Fragen der Partizipation und Teilhabe von Romnia und Sinti beraten und Unterstützung. Und das ist auch ein Novum für diesen Bereich. Die Einsetzung planen wir für dieses Jahr. Der Beirat und dessen gesetzliche Verankerung ist ein zentraler und wichtiger Meilenstein für und in der Bekämpfung von Antiziganismus. Weiterhin wollen wir, das ist auch in den Richtlinien der Regierungspolitik festgehalten, für 2024 und 2025 eine Ansprechperson Antiziganismus benennen und entsprechend ist das auch mit Haushaltsmitteln im Doppelhaushalt hinterlegt. Auch der Aktionsplan Roma hat sich nach 10-jähriger erfolgreicher Umsetzung als ein wirksames Instrument bewährt. Er stellt eines der strategischen Kernvorhaben der Integrations- und Partizipationspolitik des Landes Berlin dar. Hier sind zielgerichtete Maßnahmen vorgesehen, welche Ratsuchende unterstützen soll, bestehende Barrieren für die Zielgruppen des Aktionsplans auch abgebaut werden sollen. Darüber hinaus haben wir im Rahmen einer Projektarbeit auch wichtige Expertise entwickeln können. Also wir beschäftigen uns damit, wie wir hier in diesem Bereich auch vorankommen, um soziale Rechte auch durchzusetzen, aber auch viele der Erscheinungsformen von Antiziganismus im Migrationskontext zu beleuchten. Warum machen wir das? Wir wollen dadurch die Sichtbarkeit dieses Phänomens erheblich erhöhen. Weil nur wenn wir das sichtbar machen, dieses mit den Maßnahmen natürlich zielgerichtet auch diese Form des Rassismus bekämpfen können. Darüber hinaus wird in Betracht gezogen, im Rahmen eines partizipativen Prozesses und unter Mitwirkung des künftigen Beirats, das wir neu einsetzen werden, den Aktionsplan in ein Landesrahmenprogramm zu überführen. Das ist auch ein Novum. Und das soll natürlich der Prävention und der Bekämpfung dienen, weil es ein wichtiger Baustein in der Präventionsarbeit meiner Senatsverwaltung auch ist und auch seit vielen Jahren im Landesprogramm Demokratie, Vielfalt, Respekt gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus verankert ist, das bei mir in der LADS angesiedelt ist. Liebe Abgeordnete, um den Antiziganismus der sogenannten Mehrheitsgesellschaft etwas zu entgegnen, setzen wir auf Sensibilisierung. Deshalb ist es auch gut, dass ich heute hier berichten kann. Darüber hinaus, also neben der Sichtbarmachung, neben dem Monitoring, ist es natürlich auch wichtig, Bildungsangebote zu Antiziganismus zu gewähren. Sinti und Romnia sind auch von sozialer Ausgrenzung betroffen. Daher ist auch die Förderung von Teilhabe und Selbstermächtigung notwendig. Die LADS fördert daher verschiedene Empowerment-Projekte von und für AkteurInnen aus der Community und fokussiert die Förderung von Selbstorganisationen. Für 2024 sind im Haushalt der LADS rund 885.000 € für die Förderung von Projekten zur Bekämpfung von Antiziganismus
eingeplant. Die Maßnahmen wurden in 2024 im Vergleich zum Jahr davor mit weiteren rund 165.000 Euro verstärkt. Wie Sie sehen, sind wir da dran. Das Neue und die Weiterentwicklung ist, dass wir die Expertise, die wir haben, erweitern wollen. Wir wollen eine Ansprechperson benennen. Wir wollen den Aktionsplan in ein Landesrahmenprogramm überführen. Und mit dem Doppelhaushalt stärken wir auch die Förderung der Projekte in diesem Bereich. Dankeschön. Möchten Sie gerne eine Nachfrage stellen, bitte? Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Senatorin, für die ausführliche Antwort. Ich fand es sehr spannend. Sie haben jetzt einige der Punkte genannt, die tatsächlich im Koalitionsvertrag der Vorgängerregierung standen. Aber in Ihrem Koalitionsvertrag steht ein Satz, und zwar die Einführung einer Ansprechperson zur Bekämpfung von Antiziganismus. Alles andere, der Aktionsplan Roma, aber auch der Beirat für Angelegenheiten von Romja und Sintize, sind tatsächlich in der Vorgängerkoalition auf der Tagesordnung gewesen. Ich bin froh darum, dass Sie sich dazu bekennen und das auch weiterführen wollen. Sie haben gesagt, dass der Doppelhaushalt die Mittel dafür bereitstellt. Es gibt allein Mittel für die Ansprechpersonen, die im Doppelhaushalt stehen. Für die anderen bin ich nicht sicher. Und jetzt kommt meine Frage: Wie gewährleisten Sie, dass die pauschale Sparvorgabe der Koalition nicht auch noch zulasten der Teilhabe von Romja und Sintize und der Programme, die Sie jetzt gerade auch noch mal ausgeführt haben, gegen Antiziganismus gehen könnte? Das ist unsere Sorge. Dann hat die Senatorin die Möglichkeit, auf Ihre Frage zu antworten. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Abgeordnete, danke für die Nachfrage. Selbstverständlich bauen wir auch auf dem Bewährten auf und entwickeln auch die Programme weiter, weil es notwendig und erforderlich ist. Was die finanzielle Unterfütterung angeht, ich war gestern auch im Hauptausschuss, also die Lage, auch dort wurde das noch mal bekräftigt, ist nicht einfach, sie ist schwer, weil wir eben eine Haushaltssituation haben, die aufgrund der Landesschuldenbremse, der Bundesschuldenbremse so ist, wie sie ist und Zukunftsinvestitionen auch leider schwer macht. Auf der einen Seite setzen wir uns natürlich auch von Berliner Seite ein, dass wir eine Reform der Schuldenbremse bekommen, um hier Investitionen auch möglich zu machen. Auf der anderen Seite kämpfe ich. Ich habe ja auch das wissen Sie alle, in den Nachverhandlungen zum Haushalt im letzten Jahr sehr stark darum gekämpft, dass wir unsere Projekte insgesamt in meinem Haus halten und ausbauen können, weil ich eben der Überzeugung bin, dass die Senatsverwaltung, meine Senatsverwaltung, die Infrastruktur in Berlin sicherstellt, die wir benötigen im sozialen Bereich, im Bereich Antidiskriminierung, Vielfalt, Frauen, Gleichstellung, Integration, aber auch Inklusion und dass das nicht gefährdet werden darf. Die Nachverhandlungen waren auch sehr erfolgreich. Jetzt sind wir in einer Situation, in der eine pauschale Minderausgabe in einer Höhe von 1,7 Milliarden Euro aufgelöst werden müssen. Und die politischen Verhandlungen dazu werden noch geführt. Das Haushaltswirtschaftsrundschreiben vom November sagt, dass jedes Haus 5,9% einsparen muss. Das kann ich so nicht stehen lassen. Deshalb wird es hier eine politische Entscheidung geben, damit wir auch all die Projekte, die wir hier benennen, auch fortführen können. Gerade in diesen Zeiten ist das notwendig und die politische Entscheidung steht einfach noch aus. Ich habe keine weiteren schriftlichen Anmeldungen und ich sehe auch keine, doch jetzt sehe ich die Wortmeldung von den Linken. Frau Schubert, Sie haben das Wort für Ihre Frage im Bereich der mündlichen Fragen. Bitte. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Gestern hat ja das Europäische Parlament das GEAS, das gemeinsame europäische Asylsystem, verabschiedet, wo dann Lager an Außengrenzen eingerichtet werden sollen, wo selbst Familien mit Kindern untergebracht werden, das Grundrecht auf Asyl faktisch abgeschafft wird, will ich nicht weiter ausführen. Vor dem Hintergrund sind natürlich Bündnisse progressiver Städte wie Solidarity Cities, sichere Häfen, wo ja Berlin auch Mitglied ist, umso wichtiger, um auch
auf europäischer Ebene noch mal einen Punkt zu setzen, dass für uns Flüchtlinge oder Geflüchtete keine Bedrohung sind, sondern Menschen auf der Flucht, die Schutz und Aufnahme brauchen. Wird Berlin in diesen Netzwerken bleiben und was kann Berlin beitragen, um diesem Grundtrend der Abwehr und der Erniedrigung entgegenzutreten? Dann hat die Senatorin die Möglichkeit zu antworten. Vielen Dank. Das GEAS wurde auf europäischer Ebene verhandelt und auf Bundesebene natürlich im Vorfeld, weil die Mitgliedsländer der EU dort auch eine Einigung brauchen. Es ist bundesgesetzlich zu regeln. Insofern habe ich als Arbeitssenatorin, Integrationssenatorin auf die Gesetzgebung des Bundes keinen Einfluss. Meine grundsätzliche Haltung zu der Frage habe ich mehrfach öffentlich geäußert. Aus meiner Sicht ist das Grundrecht, das individuelle Grundrecht auf Asyl nicht verhandelbar. Genau, und wir bekennen uns auch zu dem Netzwerk Solidary City. Es wird dort eine Abschlussveranstaltung im Herbst geben unter der Federführung Berlins im Roten Rathaus. Das haben wir auch in den Richtlinien der Regierungspolitik festgehalten. Berlin bleibt ein sicherer Hafen für Menschen, die Schutz brauchen. Möchten Sie noch eine Nachfrage anschließen? Dann gibt es weitere Fragen, sehe ich nicht. Dann können wir diesen Punkt 1 abschließen und danken der Senatorin für diese klare Aussage zu diesem letzten Punkt. Dann rufe ich den Punkt 2 der Tagesordnung auf. Das ist Bericht aus der Senatsverwaltung. Und erneut hat Frau die Senatorin die Möglichkeit, uns zu berichten. Und ich habe erfahren, dass zu diesem Punkt auch Frau Fall und Frau Talbot von ihrer Verwaltung hier anwesend sind, die ich auch herzlich grüße. Die Senatorin hätte das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Gerne berichte ich aus meiner Senatsverwaltung. Es sind etwa 5 Punkte. Bei dem ersten Punkt geht es um die Umfrage zur Erhebung des Migrationshintergrundes. Sie wissen, ich hatte das hier auch schon thematisiert, diese Umfrage ist im Januar, Ende Januar gestartet. Diese Umfrage leitet sich aus dem Partizipationsgesetz ab und Ziel dieser Umfrage ist es, den Anteil der Menschen im öffentlichen Dienst, die einen Migrationshintergrund haben, zu erhöhen. Die Umfrage ist jetzt am 31. März auch abgeschlossen. Es haben sich 31.658 Mitarbeitende im unmittelbaren Landesdienst an der freiwilligen und anonymen Online-Befragung beteiligt. Von diesen Personen haben 31.536 eine Angabe zum Migrationshintergrund gemacht. Erfreulich ist, dass wir eine gute Beteiligungsquote haben, eine Beteiligungsquote mit etwa 21%, die auch die Möglichkeit eröffnet, hier repräsentative Rückschlüsse zu ziehen. Das wird das Landesamt für Statistik auch tun. Dafür braucht das Landesamt für Statistik natürlich einige Zeit. Sie kennen die Fragen, die dort gestellt worden sind. Diese müssen ausgewertet werden. Die Auswertung soll in der zweiten Jahreshälfte diesen Jahres erfolgen. Und diese Auswertung soll dazu dienen, dass wir dann schauen können, was wir machen können, um dieses Ziel zu erreichen, wie Förderpläne erstellt werden, um dieses Ziel zu erreichen. Und es ist eben, an dieser Stelle wollte ich mich natürlich auch an meine Mitarbeitenden bedanken, weil das eine sehr umfangreiche Arbeit auch war im Vorfeld, auch mit der Erstellung des Fragebogens, mit der Kampagne, die wir dort gestartet haben, aber auch im Senat, ich meine Kolleginnen und Kollegen darauf angesprochen habe, darauf auch noch mal zu werben, was sie auch alle getan haben. Und ich denke, das ist eine erfolgreiche Umfrage, die wir auch nutzen können für unsere Ziele, die sich aus dem Partizipationsgesetz ergeben. Der zweite Punkt, den ich hier berichten möchte, ist die Integrationskonferenz. Die hat stattgefunden in Rostock am 20. und 21. März. Und die
der Fokus dieser Integrationsministerinnenkonferenz lag auf die Hebung von Arbeitskräftepotenzialen. Der Fokus lag aber auch auf die Anerkennung von Bildungsabschlüssen. Aber natürlich auch, es ist ja auch eine Integrationsministerinnenkonferenz, um Fragen, wie wir Menschen, die eben zu uns kommen, integrieren, gut integrieren, wie wir Maßnahmen ergreifen, um diese Menschen auch schnell natürlich in der Gesellschaft ankommen zu lassen, wie wir den Zusammenhalt stärken können. Und auch Berlin hat hier viel mit eingebracht. Auf unsere Initiative wurden auch Beschlüsse gefasst, und zwar 4 Beschlüsse. Das eine ist ein Antrag gewesen zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz auf Bundesebene, wo wir fordern, also wir sind ja viel weiter mit unserem Landesantidiskriminierungsgesetz. Und dort haben wir noch mal dargestellt, dass es gut wäre, wenn auch das AGG dahingehend weiterentwickelt wird, um den Diskriminierungsschutz auch zu stärken. Hier haben sich auch verschiedene Länder sind dem Antrag auch mit beigetreten. Wir haben auch in einem weiteren Beschluss die Teilhabe von Neuzugewanderten mit Behinderungen besprochen, weil wir gesagt haben, wir brauchen auch hier Verbesserungen. Wir haben aber auch mitgearbeitet an einem Leitantrag, kann man das fast schon nennen, weil hier fast alle Bundesländer mit dabei sind. Da haben wir den demografischen Wandel in den Fokus genommen und gesagt, wir brauchen ja eigentlich Einwanderung. Die Wirtschaftsweisin Monika Schnitzer sagt, wir brauchen jährlich 1,5 Millionen Menschen, die zu uns kommen, damit wir unseren Wohlstand halten können. Es gibt von der Deutschen Rentenversicherung Bund Berechnungen, die in verschiedenen Varianten aufzeigen. Und die durchschnittliche Variante ist, wir brauchen 400.000 Menschen im Jahr, die hier auch als Fachkräfte arbeiten. Also all das war hier natürlich auch wichtig, das Potenzial zu nutzen, das schon hier ist. Und das fand auch großen Anklang. Und ein weiterer wichtiger Bereich war, dass wir eben die ausländischen Berufsabschlüsse schneller anerkennen, Menschen qualifizieren und fit machen für den Arbeitsmarkt. Auch hier sind viele Länder unserem Antrag beigetreten. Also es war eine sehr erfolgreiche und gute Konferenz. Und ich habe diesen Tag auch zum Anlass genommen, das Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen zu besuchen, um an die rassistischen Ausschreitungen von 1992 zu erinnern. Der dritte Punkt ist, am 26. April, wer Interesse hat, sind alle eingeladen, weiß ich gar nicht, gibt es eine Begrenzung, wer zuerst kommt, mal zuerst, verleihen wir den Preis für lesbische Sichtbarkeit. Dieser Preis will natürlich dieses Thema auch in Berlin sichtbar machen, und dazu haben wir alle 2 Jahre vergeben wir dazu einen Preis, und die wird jetzt Ende April stattfinden. Die Anmeldung kann bis zum 12. April erfolgen und findet statt im Festsaal des Roten Rathauses. Der vierte Punkt, ich hatte ja berichtet, dass ich gestern im Hauptausschuss war, und ein Tagesordnungspunkt war der wiederkehrende Berichtsauftrag zur Umsetzung des Landesantidiskriminierungsgesetzes. Ich spreche das heute auch hier noch mal an, weil es auch Grundlage eines Tagesspiegelartikels war, was mich ein bisschen geärgert hat, ehrlich gesagt. Und deshalb, dieser Tagesspiegelartikel wirft eben vor, dass die Sozialsenatorin Rekord bei Beschwerden lobt, allerdings nur 4 Fälle von Diskriminierung bestätigt wären. Ich möchte klarstellen, dass prinzipiell ein Anstieg an Beschwerden zu begrüßen ist, weil wir natürlich die Strukturen auch geschaffen haben, wo sich Menschen beschweren können, auch mit der Landesantidiskriminierungsstelle. Und wir haben in diesem Berichtsauftrag das geliefert, was auch angefordert war, und nicht mehr und nicht weniger. Wir haben die Zahl der Beschwerden dort genannt. Und es ist natürlich nicht immer so, dass jede Beschwerde zu einem Diskriminierungsfall wird. Und das haben wir im Hauptausschuss auch noch mal dargestellt und deutlich gemacht.
Bezüglich der Diskriminierungsmerkmale zeichnet sich ein ähnliches Bild wie im Vorbericht auch ab. Vor allem die Merkmale rassistische Zuschreibung, ethnische Herkunft, chronische Erkrankung, Behinderung und Geschlecht stehen im Vordergrund. Und wenn die öffentlichen Stellen in der Beschwerdebearbeitung eine Diskriminierung feststellen konnten, wurden diese, das zeigt auch dieser Bericht, in der Regel sehr konsequent verfolgt und wirksame Maßnahmen auf individueller sowie auf struktureller Ebene auch ergriffen. Was den Vorwurf der Verschleierung hinsichtlich der Gesamtzahlen zu tatsächlicher Feststellung einer Diskriminierung bei den Beschwerdeaufkommen angeht, möchte ich klarstellen, dass der Berichtsauftrag vorsieht, dass zum Ausgang des Verfahrens berichtet wird. Das Profil des Monitoringberichts ist durch den Auftrag des Hauptausschusses klar gezeichnet. Abgefragt wird die Anzahl der Beschwerden und abgeschlossener Verfahren sowie die Diskriminierungsgründe und Folgen. Aus diesem Grund sind zu dem Vorliegen oder Nichtvorliegen einer Diskriminierung in den Beschwerdefällen keine zusammenfassenden Zahlen in diesem Bericht dokumentiert, zumal wir auch angewiesen sind auf die Zulieferungen der Träger und darüber hinaus es auch nicht immer einfach ist, zu verfolgen, ob eine Beschwerde tatsächlich auch zu einem Diskriminierungsfall geworden ist. Das wollte ich hier auch noch mal deutlich machen. Der Artikel im Tagesspiegel moniert darüber hinaus auch, dass die Beschwerdeanzahl und die Diskriminierung nicht übereinstimmen. Und ich will sagen, dass das insgesamt eben mit dem Berichtsauftrag auch zu tun hat. Ne? Also wir haben das geliefert, was auch notwendig war. Daher bin ich froh, dass wir diese Strukturen geschaffen haben, dass die Menschen, die sich diskriminiert fühlen, auch beschweren können, weil dass sie eine Anlaufstelle haben, in ihrem Empfinden. Das ist, glaube ich, sehr wichtig für die Stadt. Und das werden wir auch so fortführen. Der letzte Punkt, zu dem ich was sagen möchte, ist der aktuelle Masernausbruch in Tegel seit dem letzten Wochenende. Es wurde am 5. April erste Masernfälle in Tegel festgestellt. Ich will auch noch mal mich ganz herzlich bedanken bei meinen Mitarbeitenden im LAV, bei den Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes, des Gesundheitsamts in Reinickendorf und der Berliner Polizei, weil alle beteiligten AkteurInnen sich unverzüglich darum gekümmert haben, gehandelt haben und reagiert haben. Sie haben in enger Zusammenarbeit und unter großem persönlichem Einsatz pragmatisch auf die Vorkommnisse auch reagiert. In Anbetracht der jüngsten Entwicklung wird aktuell allen BewohnerInnen Kooperation mit dem Gesundheitsamt nachdrücklich ein Impfangebot auch unterbreitet. Eine umfassende Angebotssystematik für die Zukunft befindet sich daher in Abstimmung. Vielen Dank. Soweit von mir für heute der Bericht aus der Senatsverwaltung. Vielen Dank, Frau Senatorin, für diesen ausführlichen Bericht. Ich habe die Wortmeldung schon von Herrn Özdemir und weitere Wortmeldungen werden auch hier aufgenommen. Bitte, Herr Özdemir, Sie haben das Wort. Ja, danke, Frau Senatorin, für den ausführlichen Bericht. Bei der Part-MIG-Befragung der Verwaltung gab es ja am Anfang so ein bisschen Probleme, weil das auch genau in den Zeitraum der Korrektivrecherche auch so ein bisschen gefallen ist, woraus kam, dass Neonazis von der AfD und anderen Parteien ihre Deportationsfantasien ausgesprochen haben. Und wir haben ja als Politikerinnen und Politiker selber auch Informationen und Nachrichten gekriegt von Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die gesagt haben, sie trauen sich gar nicht, da irgendwie jetzt noch irgendwelche Informationen reinzugeben nach dieser Entdeckung. Und dann wurde ja so reagiert, dass es eine kleine Kampagne gab, habe ich jetzt wahrgenommen. Ne? Und ich habe jetzt, wenn ich die Zahlen mir ansehe, wurden die Zahlen ja darauf verdoppelt oder verdreifacht fast. Kann man sagen, dass man eigentlich, wenn man Part-MIG-Abfragen macht im Kontext dieses Gesetzes, dass man dort eigentlich grundsätzlich mal so kleine Kampagnen immer nebenbei laufen lassen könnte. Bei mir ist das sehr positiv aufgefallen. Das ist die erste Frage. Zweiter Punkt, LADG-Bericht ist ja im Endeffekt ein Arbeitsbericht, Arbeitsnachweisbericht, so ein bisschen wie die PKS oder sowas in der Art. Und deswegen habe ich diesen Artikel im Tagesspiegel überhaupt nicht verstanden. Also ich habe gar nicht verstanden, was die meinten eigentlich, ehrlich gesagt. Und für mich war das eher so, dass da jemand geschrieben hat über etwas und sich nicht wirklich informiert hat, worum es eigentlich geht. Insofern
Aber danke nochmal für Ihre Perspektive in der Sache. Danke. Dann habe ich noch die Wortmeldung von Herrn Walter. Bitte, Herr Walter, Sie haben das Mikrofon, das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zu dem Bericht zum LADG-Ombudsstelle wollte ich nur sagen, dass der Hauptausschuss die Vorlage gestern in diesen Ausschuss überwiesen hat. Das heißt, für uns besteht auch nochmal die Möglichkeit, den Bericht hier aufzurufen, auch nochmal zu besprechen, was ich sehr lohnenswert fände. Und vielleicht können wir da auch eine Verständigung erzielen, das zu tun. Im Hauptausschuss selbst war jetzt nicht die Möglichkeit der Aussprache, beziehungsweise ich würde jetzt auch mal sagen, so finanzpolitisch ist, glaube ich, der Bericht nicht so interessant, sondern eher fachpolitisch und dafür ist eher hier der richtige Ort. Das ist das eine. Das zweite, Sie haben gerade die Veranstaltung angekündigt zum Preis für lesbische Sichtbarkeit, was sehr, sehr schön und gut ist. Ich habe noch eine Nachfrage zu einer weiteren Veranstaltung, weil mich da so Gerüchte erreichen. Magnus-Hirschfeld-Tag, wann und wie findet der statt? Wurde dazu schon eingeladen oder nicht? Es gibt irgendwie so Sachen, Leute wurden schon, angeblich wurden nicht. Also vielleicht können Sie da ein bisschen Klarheit reinbringen, was da die Planungen sind, wann der stattfindet und wann sich da Interessierte auch anmelden können. Weitere Wortmeldungen liegen hier noch nicht vor. Dann hat doch, Entschuldigung, Frau Selge, Sie haben jetzt das Wort. Genau, ich würde auch gern noch mal nach der Befragung zum Migrationshintergrund nachfragen. Sie haben ja gesagt, 21% der Bediensteten haben sich beteiligt und dass das repräsentative Auswertungen ermöglicht. Ermöglicht das denn auch eine repräsentative Auswertung auf einzelne Dienststellen und Lohnstufen? Weil es macht ja schon auch einen Unterschied. Sind Führungspositionen betroffen, ne? Oder wie differenziert sich das dann aus? Und meines Wissens müssen ja auch die einzelnen Behörden dann die entsprechenden Pläne erarbeiten, um darauf zu reagieren. Das heißt, es ist schon wichtig, wie differenziert diese Daten dann sind, die man aus 21% ableiten kann. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch große Unterschiede gibt, wie stark die Beteiligung in einzelnen Bereichen jeweils war. Ich meinte natürlich Frau Senge, Entschuldigung. Dann liegen aber jetzt wirklich keine weiteren Wortmeldungen und die Senatorin hat die Möglichkeit zu erwidern. Dann vielen Dank, Frau Vorsitzende, vielen Dank für die Fragen, sehr geehrte Abgeordnete. Zu der Frage, wie repräsentativ die einzelnen Dienststellen auch sind. Den Fragebogen kennen Sie ja. Wir haben natürlich auch gefragt, wie lange sind Sie schon im öffentlichen Dienst, sind Sie eine Führungskraft etc. pp. Da müssen wir die Auswertung des Statistischen Landesamtes abwarten, um hier detailliertere Aussagen treffen zu können. Und die Auswertung erwarten wir für die zweite Jahreshälfte diesen Jahres. Zum Magnus-Hirschfeld-Tag. Es sind noch keine Einladungen verschickt worden. Es werden offiziell die Einladungen jetzt in den kommenden Tagen verschickt werden. Es wird am 13. Mai stattfinden. Das dazu. Dann zur Umfrage. Ja, es war leider so, dass der Start der Umfrage zum Migrationshintergrund in den Zeitraum gefallen ist, wo die sogenannte Potsdam-Konferenz und die Remigrationsdeportationspläne gefallen ist. Das hat bei vielen Menschen mit Migrationsgeschichte zu Angst und Unruhe geführt. Wir haben Rückmeldungen bekommen, dass Menschen sich nicht an der Umfrage beteiligen wollen, weil sie Angst hatten, auf sogenannte Listen zu kommen. Und es war sehr gut, dass meine Integrationsabteilung eine tolle Kampagne auf die Beine gestellt hatte. Diese Kampagne wir wochenlang, also seit Beginn Ende Januar, Februar, mehr, also bis zum Ende fortgefahren haben. Meine Integrationsabteilung hat auch die Senatorinnen und Senatoren angesprochen, ob sie sich an der Kampagne beteiligen. Zum Beispiel hat sich auch der Regierende an dieser Kampagne beteiligt und geworben für eine Beteiligung an dieser Umfrage. Wir haben in die Häuser hinein, ich habe im Senat auch meine KollegInnen gebeten, das noch mal zu kommunizieren, dass das eine freiwillige, anonyme Umfrage ist, dass wir nicht sammeln, dass das alles beim Statistischen Landesamt ausgewertet wird und dann sofort gelöscht wird. Und ich glaube, dass das auch mit dazu beigetragen hat, dass wir auch diese Beteiligungsquote erreichen konnten und diese Umfrage auch so nutzen können, für die Stadt auch nutzen können. Danke.
Vielen Dank für diesen Bericht und dann können wir auch diesen Tagesordnungspunkt abschließen und kommen zum Punkt 3 der Tagesordnung. Ich will Sie nur auf eine Sache noch hinweisen. Bei Top 5 haben wir eine Anhörung und wir haben die Anzuhörenden zu 15.30 Uhr nicht nur eingeladen, sondern wollen hoffen, dass wir dann mit der Anhörung spätestens beginnen können. Das heißt dann, wenn wir so ein Zeitmanagement im Blick haben, für zwei Tagesordnungspunkte etwa 25 Minuten. Und ich will auch die Gelegenheit schon mal nutzen, Frau Tümmler, die nachher uns als Anzuhörende bei Top 5 bereitsteht, schon mal jetzt zu begrüßen. Herzlich willkommen. Dann haben wir das Zeitmanagement gemeinsam im Blick und verabschieden die Kollegen, die jetzt schon mal gehen. Gut, dann rufe ich also Punkt 3 der Tagesordnung auf, das ist die Besprechung gemäß § 21 Absatz 3 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses mit dem neu korrigierten Titel Digitalisierung bei der Integration von Geflüchteten, das Projekt Partizipation Digital, ein digitales Informationssystem für Neuzugewanderte in Berlin als Best-Practice-Beispiel auf Antrag der Koalitionsfraktionen. Und hierzu darf ich Ihnen mitteilen, dass aus der Senatsverwaltung Senas Giva Frau Ekinges-Sinmas dabei ist und auch die Beauftragte für des Senats von Berlin für Integration und Migration, so heißt es offiziell, Frau Nivizial, begrüße ich auch ganz herzlich. So, dann für die Begründung des Besprechungsbedarfs darf ich Herrn Orkan Özdemir von der SPD-Fraktion das Wort geben. Bitte. Danke, Frau Vorsitzende. Ich bin sehr froh, dass wir heute dieses Thema hier aufrufen, weil ich dieses Projekt schon seit einiger Zeit auch so beobachte, aus der Ferne, aus der Nähe, ab und zu mal Gespräche führe mit den Kolleginnen und Kollegen, aber auch eben mit Betroffenen, also die davon profitieren. Und kann nur sagen, dass wir durch dieses Digitalisierungsprojekt extrem viel Ressourcen erstens sparen, aber auch sehr viel Potenzial erheben. Weil wir es schaffen, digital, also die Menschen müssen nicht irgendwo hingehen zu einer Behörde oder zu irgendeinem Träger oder sowas in der Art, sondern sie können, wenn sie ein Smartphone haben eigentlich, haben sie in diesem Gerät alle Informationen, die sie eigentlich brauchen, in der Regel brauchen, in allen möglichen Sprachen und so weiter und so fort. Sie haben Ansprechpersonen, die Sie anrufen können, E-Mails schreiben können, wo Sie reagieren können. Es gibt Most Frequently Asked Questions. Ja? Also ich bin total begeistert und ich war ja in den letzten Monaten und Jahren auch viel unterwegs in Deutschland und in Europa und auch in Nordamerika. Und habe überall, wo ich hingegangen bin, natürlich auch Gespräche geführt mit Akteuren, die in diesem Bereich unterwegs waren. Da waren einige, die waren sehr weit im Digitalisierungskontext und einige, die waren eben nicht so weit oder haben es eben auch ein bisschen anders gehandhabt. Und was ich hier beobachte, ist, dass wir hier ein Projekt haben, das man durchaus als mindestens Good Practice bezeichnen kann. Und mir war eben wichtig, dass wir erstmal einmal präsentiert bekommen, was wir eigentlich im Land Berlin leisten als Stadt. Und darüber auch nochmal diskutieren können, wo gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, Sie weiter zu unterstützen und das weiter vielleicht auszubauen. Dann danke ich für die Begründung und für die Einleitung durch den Senat. Hätten Sie, Frau Senatorin, erneut das Wort. Ja, vielen Dank. Das ist in der Tat so. Wir sind im Bereich Digitalisierung im Vergleich zum Ausland nicht so weit vorangeschritten. Und auch die Menschen, die zu uns kommen, sind sehr affin, was Social-Media-Plattformen auch angeht. Und selbstverständlich ist es so, dass wir uns durch die Digitalisierung auch erhoffen, Ressourcen effizienter zu nutzen, aber auch grundsätzlich die Beratung, das Ankommen auch für die Geflüchteten einfacher zu machen. Ich will auch nicht viel sagen, weil ich heute schon viel gesagt habe. Meine Fachebene ist ja auch da. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass es eine Präsentation gibt. Und ob das hier gezeigt wird, dann? Das organisieren wir sicherlich, dass das gezeigt wird. Und es ist sozusagen Zauberei möglich, ja, Hokus Pokus, und wir haben es schon auf dem Bildschirm. Genau, aber die Technik funktioniert. Würde ich an Frau Nivizial übergeben. Dann hat Frau Nivizial auch jetzt das Wort, bitte. Ja, vielen herzlichen Dank, sehr geehrte Vorsitzende. Ich bedanke mich sehr für die Möglichkeit, dieses Projekt vorzustellen. Und bevor wir in die konkrete Projektvorstellung einsteigen, lassen Sie mich zwei, drei Sätze dazu sagen,
wie das Projekt bei uns im Kontext Integration und Ankommen eingebettet ist. Weil so ein Projekt, Sie werden an der Präsentation sehen, ist sehr ambitioniert. Es baut aber auf langjähriger Erfahrung auf, die wir im Integrationsbereich oder in der Integrationsabteilung bereits gesammelt haben. Dass diese Säule des Ankommens im sozialen Medien und im digitalen Bereich wird zunehmend zu der zentralen Ankommenssäule bei uns. Menschen informieren sich über soziale Medien, Menschen wollen auch Services digital inzwischen abrufen. Und das ist auch wirklich ein Kanal, den wir schon sehr früh erkannt haben. Ich glaube, das allererste Projekt in dem Bereich war 2019. Berlin war das erste Bundesland, was sich getraut hat, eine aufsuchende Beratung zu machen im digitalen Bereich mit dem Projekt Digital Street Work, was sehr erfolgreich war. Wir sind nämlich zu den Menschen in den sozialen Gruppen, Facebook und woanders, hingegangen und haben versucht, gegen Fake News vorzugehen, sie an die richtigen Stellen zu verweisen und da, wo es auch schon ausreichend war, auch digital zu beraten. Viele Menschen, die in den sozialen Medien unterwegs sind, die landen gar nicht bei unseren Beratungsstellen. Das heißt, da ist wirklich auch Potenzial an einer Zielgruppe, die wir dort auch so erreichen. Inzwischen ist dieses Projekt, was 2019 in Berlin begann, ein bundesweites Projekt. Bis, ich glaube, auf Bayern haben alle anderen Bundesländer sich gemeinsam unter einem Dach von AMI finanziert zu einem Konsortium geschlossen und wollen dieses Projekt der digitalen Beratung in den sozialen Medien umsetzen. Es ist ein Riesenerfolg. Das hat Berlin gemeinsam mit der Bundesintegrationsbeauftragten angestoßen. Und ich bin sehr froh, dass so etwas dann auch passiert, weil man einfach auch erkannt hat in den anderen Bundesländern, gerade auch im Ostteil der Republik, wo es nicht so viele Beratungsstellen gibt, dass natürlich digitale Beratung da wahnsinnig wichtig ist. Das ist ein zentraler Baustein. Wir sind mit unserem Projekt Digital Street Work inzwischen so weit, dass wir sagen, wir probieren gerade aus, Menschen aus dem Ausland, also die noch gar nicht hier sind, digital zu erreichen, die eine Absicht haben, nach Berlin zu kommen. Das probieren wir jetzt gerade aus im Rahmen eines Projektes Berlin Neu in Berlin Pro. Das ist ganz spannend im Kontext der Fachkräfteeinwanderung und der Diskussion, wer will eigentlich hier hinkommen, welche Informationen brauchen Sie eigentlich schon im Vorfeld, damit bestimmte Fehler nicht passieren, etc. Das ist etwas, was wir jetzt gerade mit dem Projekt versuchen umzusetzen. Ansonsten machen wir in dem Bausteinbereich Digitales, was wir inzwischen eigentlich auch als digitales Willkommenszentrum sozusagen bezeichnen, das ganze Thema Audio- und Videodolmetschdienst. Und auch die Frage der Videoberatung in unserem Willkommenszentrum selbst. Der letzte Baustein, den Sie heute hören, ist die Abkürzung PADI, Partizipation Digital. Und das trägt wirklich eine sehr ambitionierte Vision. Wir wollen nämlich nicht mehr Handreichung in Papierform haben für die Menschen hier. Vielleicht erinnern Sie sich, es gibt immer so dicke Handreichungen zu allen Beratungsstellen in der Stadt. Wir wollen das nicht mehr, sondern wir wollen es digital machen. Aber auch da ist... Das ist sozusagen Pflicht, aber da ist auch nicht sozusagen unser Anspruch am Ende, sondern wir wollen Services über diese Plattform auch anbieten. Und wie wir uns das vorstellen und mit wem wir uns das vorstellen und wie wir eigentlich konkret vorgehen, das wird Ihnen jetzt Frau Ekinci erläutern. Vielen Dank. Dann hat Frau Ekinci das Wort und wir sind schon gespannt auf die Präsentation. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Das Projekt läuft jetzt seit circa 9 Monaten und wir führen das gemeinsam mit Minor durch, Projektkontor für Bildung und Forschung, und wir haben jetzt noch circa 2 Jahre vor uns. Es wurde schon erwähnt, dass es natürlich Rahmenbedingungen für das Projekt gibt, und ich möchte zunächst auf die Ausgangslage eingehen. Die Berliner Bevölkerung wächst durch Zuwanderung, vor allem aus Personen aus Drittstaaten. Und es wurde auch schon erwähnt, digitale und sozialen Medien sind, wie die Studien auch immer wieder zeigen, eine der Hauptquellen für Information, Vernetzung, Orientierung. Zugewanderte spielen natürlich selbstverständlich eine zunehmend wichtige Rolle im Berliner Arbeitsmarkt. Und zuletzt, es gibt wahnsinnig viele digitale Informations- und Serviceangebote in Berlin, die aber noch nicht ausreichend miteinander vernetzt sind. Auf zivilgesellschaftlicher Ebene, haben wir auch schon gerade gehört, passiert schon sehr viel.
vor allen Dingen auch auf europäischer Ebene. Im Vorfeld hat insbesondere unser Projektpartner Minor Beispiele von Informationsplattformen für Eingewanderte und Geflüchtete analysiert, sowohl internationale, aber auch als nationale. Wenn wir den Blick zum Beispiel nach Frankreich richten, ist eine Plattform besonders nennenswert, und zwar die Plattform Refugee.info. Diese Seite ist kollaborativ, ist von Neuzugewanderten selbst gegründet worden, mehrsprachig und wahnsinnig benutzerfreundlich. Das Besondere ist, dass durch die schrittweise Erklärung der Prozesse, also zum Beispiel Spracherwerb, Anerkennung der Berufsabschlüsse oder auch Erhalt der Fahrerlaubnis, eine Art Sicherheit, aber auch Selbstwirksamkeit hervorgerufen wird. Bürokratische Komplexitäten werden aufgebrochen, werden zugänglicher und auch viel besser nachvollziehbar. Nun zurück nach Berlin. Hier ist besonders die Seite All About Berlin zu erwähnen. Die ist von Nicolas Bouillon. Er ist selbst aus Kanada eingewandert und vom Beruf Software-Ingenieur. Und in der Selbstbeschreibung seines Anliegens ist es eben, die Bürokratie für Zugewanderte verständlicher zu machen. Und das gelingt ihm sehr gut. Er hat eine wahnsinnig hohe Ranking auf Such- und Social-Media-Plattformen. Und es gelingt genau deswegen, weil er Erklärungen auf Englisch zum Thema Arbeiten und Leben sehr einfach darstellt und auch eine sehr hohe Qualität haben. Also die Informationen werden nicht einfach nur aufgesammelt, sondern auch nochmal geprüft und mit Experten rückgekoppelt. Zudem erklärt er auch nochmal Schritt für Schritt, welche Verfahren und Prozesse auf die einzelnen Personen zukommen. Also was zum Beispiel bei einem Termin beim Lehrer tatsächlich passiert. Er hat eigene Tools entwickelt, also einen Terminfinder beim Bürgeramt für die Anmeldung, stellt mehrsprachige Hilfestellungen zum Ausfüllen von Dokumenten bereit. Und das Wichtige ist eben, dass er sich auch immer sehr aktuellen Entwicklungen und Themen widmet. Der letzte Beitrag ist zum Beispiel zum Thema Wohnungssuche, How to find an apartment in Berlin, sehr empfehlenswert. Ja. So, genau, also die Themen digitale Services, Mehrsprachigkeit, nutzerfreundliches Design und ganz konkret auch das digitale Willkommenszentrum finden sich eben auch im aktuellen Koalitionsvertrag wieder. Die Frage ist, die sich auch für das Projekt Partizipation Digital PADI stellt, ist also, wie schaffen wir also die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Menschen, die in Berlin ankommen, schnell, unbürokratisch und serviceorientiert unterstützt werden. Neue, innovative Ansätze sind notwendig und genau da möchte PADI eben ansetzen. Ich möchte hier noch mal kurz die Projektziele zusammenfassen. Also das Projekt beabsichtigt einerseits die Verbesserung des digitalen Zugangs, aber möchte auch das bereits Bestehende bündeln und somit auch eine bessere Orientierung ermöglichen. Darüber hinaus ist geplant, das ist sozusagen on top, digitale Services auch noch zu integrieren. Und damit möchten wir eben auch dieser Vision eines One-Stop-Ansatzes das weiter vorantreiben. Damit meint es eben, dass alle staatlichen Leistungen möglichst digital oder an einem Ort erledigt werden können. Dabei ist ganz klar, dass digitale Plattformen keinen Ersatz für persönliche Beratung darstellen. Das können wir auch gar nicht. Es versteht sich vielmehr als eine digitale Ergänzung, als eine weitere Orientierungshilfe. Das Projekt richtet sich, wie gesagt, an Institutionen und Organisationen, die sich eben mit genau diesen Serviceangeboten und Informationsangeboten auseinandersetzen, aber eben auch an die Nutzerinnen und Nutzer. Ich möchte das jetzt hier kurz konkret nochmal in den Berliner Kontext einordnen. In der Mitte befindet sich also das digitale Willkommenszentrum als Knotenpunkt. Orientierung, Angebote, Informationen und Services an einem Ort. Auf der linken Seite sind die Nutzerinnen und Nutzer, die durch Suchanfragen im digitalen Raum das digitale Willkommenszentrum erreichen. Und auf der rechten Seite sind aber die Themen abgedeckt, die Stück für Stück, weil ein Digitalisierungsvorhaben ist natürlich auch immer komplex und kann nur schrittweise erfolgen, nach und nach eingebaut werden. PADI spielt dann eben, oder ist ein Element des digitalen Willkommenszentrums.
Ich möchte jetzt hier nochmal ganz speziell die Mehrwerte für beide Zielgruppen betonen und auch im Speziellen für Zugewanderte. Denn sie sind oft, wie schon oft erwähnt, mit überwältigenden Komplexitäten konfrontiert. Aber durch den verbesserten Zugang zu Wissen schaffen sie natürlich auch einen sehr starken empowernden Moment. Also das Gefühl der Handlungsfähigkeit und der Selbstermächtigung. Und gleichzeitig sind es aber auch der Zugang zu vertrauenswürdigen Informationen und wirkt damit auch Falschnachrichten entgegen. Und letztendlich wird damit die gesellschaftliche Teilhabe auch unterstützt. Auf dieser Seite sind sozusagen die drei großen Arbeitsschwerpunkte der nächsten zwei Jahre nochmal zusammengefasst. Bei der Entwicklung einer Plattform, also der technischen Entwicklung sozusagen, sind die Digitalstrategie des Landes Berlins, aber auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen handlungsleitend. Derzeit arbeiten wir sehr eng mit dem CityLab zusammen, das ist das Innovationslabor von Berlin, um an einer ersten Erstellung eines Prototypens zu arbeiten. Mit dem partizipativen Ansatz möchten wir sicherstellen, dass das Angebot nicht an der Zielgruppe vorbei, sondern in gemeinsam erarbeitet wird. Das schaffen wir in den sogenannten Fokusgruppen. Das ist eine Projektbegleitung aus der Community, die einerseits digitale Angebote bewerten, aber eben auch eine entscheidende Rolle bei der Erstellung des Prototypens spielen werden und natürlich auch bei der Weiterentwicklung. Und schließlich hängt die Qualität einer solchen Informationsplattform von der Vernetzung ab. Auch hier möchten wir nicht aneinander vorbei, sondern gemeinsam gestalten. Genau, das sind die einzelnen nochmal aufgelistet. Ich komme jetzt auch schon zum letzten Punkt, denn wie ich schon erwähnt habe, Digitalisierungsvorhaben sind sehr komplex und die Herausforderungen und Hürden möchte ich auch nicht vorenthalten. Digitalisierungsvorhaben ziehen automatisch auch organisatorische Veränderungen mit sich, denn digitalisieren heißt nicht so wie bisher, nur eben digital weiter, sondern erfordert eben auch ein selbstkritisches Durchdenken von oftmals vertrauten Abläufen. Auch die nicht immer klaren Zuständigkeiten, die Vielzahl von Stakeholdern sowie die Dauer von Abstimmungsprozessen stellen das Projekt auch immer wieder vor Herausforderungen. Aber das soll uns natürlich nicht davon abbringen, die Ziele aus dem Blick zu verlieren. Um die Herausforderungen aus der Sicht von Eingewanderten noch einmal zu verdeutlichen, möchte ich die Präsentation mit einem Zitat von einem Teilnehmer der Fokusgruppe beenden. Selbst als jemand, der mit Bürokratie vertraut ist, habe ich ein wenig gekämpft und wurde oft von digitalen Diensten oder deren Mangel in Berlin frustriert, besonders als Nicht-EU-Bürger. Ich habe mich auf Facebook-Gruppen und Freunde verlassen müssen, um zu erklären, wie Dinge funktionieren und wie man Dinge erledigt. Es war sehr knifflig, sich hier einzurichten, besonders wenn man aus einem Land kommt, wo man im Grunde nie mehr etwas per Post bekommt. Vielen Dank. Vielen Dank für die Präsentation. Wir haben hier auch schon die ersten Wortmeldungen. Der Applaus ist Ihrer. Herr Özdemir startet von der SPD-Fraktion. Für mich wäre spannend, ob Kooperationen im Ausland vielleicht angesagt sind. Ich formuliere das mal ganz offen und breit, vielleicht gibt es ja irgendwas. Und kann man ungefähr abschätzen, wie viele Menschen man mit diesem ganzen Konzept, sage ich jetzt mal, erreicht hat vielleicht auch? Und ob es da für Sie irgendwelche Forecasts gibt, so was man sich vorstellt? Dann folgt Frau Sänger. Ja, vielen Dank für die Präsentation, war sehr spannend. Mich würde noch mal interessieren, vielleicht ging es jetzt einfach ein bisschen zu schnell für mich, wie da in der idealen Welt das Endprodukt aussieht. Also was bietet es an, was kann man dadurch erreichen? Dann habe ich eine Frage, Sie haben gesagt, dass es persönliche Beratung nicht ersetzen kann, aber ergänzt. Also ich würde schon erwarten von einem Portal oder einem Informationsangebot,
dass das auch dazu führt, dass ich vielleicht weniger Beratung brauche und wir dadurch, Sie haben ja auch gesagt, es soll Effizienz gesteigert werden und der Vorteil von digitalen Angeboten ist ja auch die Skalierbarkeit. Also man braucht am Ende natürlich das technische Personal und die Informationen müssen korrekt sein, also man braucht auch Redaktion, aber doch weniger Beratung an anderen Stellen oder weniger Vermittlung von A nach B und C, was wir ja im Moment sehr stark in Berlin haben und was ja auch ein Problem ist, was wir lösen wollen. Genau, dabei belasse ich es erstmal. Vielen Dank. Weitere Wortmeldung habe ich nicht. Dann hätte, weiß nicht in welcher Reihenfolge, doch Frau Niewiezerl zeigt schon an, Sie haben das Wort, beginnt mit der Antwortrunde. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. Ich fange mit der internationalen Frage an und bitte sehen Sie mir nach, das ist jetzt nicht arrogant, sondern tatsächlich aus der Erfahrung, dieser langjährigen Erfahrung in diesen digitalen Projekten der Fall. Minor, der Kooperationspartner, macht zurzeit gerade ein internationales Projekt, genau zu diesem Ansatz des soziale Medien und Communities in den internationalen Vergleich. Und dazu haben Sie auch eine große Recherche betrieben und tatsächlich festgestellt, es gibt auch europäisch, aber auch, wenn man sich das trauen kann zu sagen, weltweit wirklich solche Ansätze nicht. Also nicht in dem Migrations- und Integrationsbereich, nicht in dem Ankommensbereich. Und zwar, damit meine ich nicht irgendwie digitale Plattformen, sondern damit meine ich die Nutzung der sozialen Medien, also da, wo sich die Menschen in den Communities tummeln, dorthin zu gehen. Das ist relativ innovativ und neu und das würde ich jetzt hier auch, das wird ja protokolliert, tatsächlich auch mal so stehen lassen, dass wir hier auch nichts Vergleichbares sonst international finden. Das andere Thema, wie sieht eigentlich ganz konkret die Plattform aus oder das Endprodukt? Es soll eine digitale Plattform sein, was verschiedene Aufgaben erfüllt, die wir jetzt nacheinander in so einem Baukastensystem bauen. Das allererste ist wirklich eine gute gekoppelte Informationsbasis für das Ankommen in Berlin in verschiedenen Themen. Was genau dazugehört, wissen wir zum Teil, wollen uns aber auch nochmal mit den Fokusgruppen, also Menschen, die wirklich auch durch dieses System immer wieder gegangen sind, auch nochmal sozusagen abklopfen, ja, auf die, also so einen Praxistest. Also es soll ein Leitsystem entstehen, was die Menschen erstmal digital leitet und an die richtigen Stellen bringt. Information ist das eine, aber das zweite ist Services. Inzwischen gehen Menschen nicht oder laden sich keine App runter, die keinen Service hat. Also Apps, die nur reine Informations-Apps sind, sind eigentlich, gehören der Vergangenheit an. Was die Menschen nutzen, sind Services. Und das wollen wir auch inkludieren in diese Homepage. Als Beispiel nenne ich nur das Online-Verfahren zur Einbürgerung, ja, was jetzt schon existiert. Das wäre etwas, was natürlich über diese Plattform eben auch erreicht werden kann. Oder eine Online-Anmeldung oder alles Weitere, was wir jetzt Schritt für Schritt im Land Berlin auch digitalisieren, soll über diese Plattform eben auch erreicht werden. Und natürlich ist das Ziel, bei der persönlichen Beratung nur die komplexen Fälle dann auch zu bekommen. Und alles, was einfache Themen sind, muss digital abgeräumt werden. Das ist das Ziel. Wir hatten gerade diese Woche einen Beirat für Migration der Senatsverwaltung für Inneres. Wir haben dort auch unsere Beratungsprojekte im Land Berlin vorgestellt. Und auch dort gab es genau diese Diskussion, die Sie gerade schildern, Frau Abgeordnete, nämlich des Beratungshoppings, der Überforderung der Regelsysteme und gleichzeitig der Überforderung der Beratungssysteme, die sozusagen miteinander interagieren. Und wenn wir ein besseres Leitsystem haben, also wissen, dass die Menschen auch nur zu den richtigen Beratungsstellen kommen oder erst gar nicht zu den Beratungsstellen kommen, weil sie digital schon die richtige Antwort bekommen oder den Service, dann entlastet das auch unser Regelsystem, das LEA, die Sozialämter, das LAF. Und so wird sozusagen ein Gesamtwerk daraus, was aber, wie Frau Ekin-Chisson sagte, gar nicht so trivial ist, sondern komplex. Und deswegen sitzen von Anfang an schon die richtigen Kooperationspartner mit am Tisch. Vielen Dank. Das war's. Alles klar.
Dann gibt es keine weiteren, doch, es gibt noch weitere Wortmeldungen. Frau Sänger hat noch eine Frage. Das ist meine Frage von vorhin wieder eingefallen. Und zwar, weil Sie jetzt auch noch mal gesagt haben, dass das ja wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass Sie in die sozialen Netzwerke hineingehen, in die Gruppen, die es dort gibt. Das finde ich auch noch mal sehr spannend, wenn es da ja nun wirklich keine anderen Vorerfahrungen gibt, sondern die, die Sie jetzt eben machen. Denn wir alle wissen, dass es sehr aktive Facebook-Gruppen, Telegram, überall, Menschen, die nach Deutschland kommen wollen oder auch hier sind, sich informieren und austauschen in ihren Communities, zum Teil sehr hilfreich, zum Teil aber auch eben falsche Informationen bekommen, weil es eben ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda ist, so wie man es auch im echten Leben erleben würde. Wie sind da Ihre Erfahrungen? In welchen Netzwerken sind Sie da überhaupt? Auf welchen Plattformen? Und vielleicht in ein paar kurzen Sätzen, weil es jetzt nun wirklich was Besonderes, Neues ist, wie die ersten Erfahrungen sind. Vielen Dank. Frau Nivizia, Sie haben gleich, also Sie haben das Wort, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, das ist genau der Punkt. Das ist die Zukunft der Partizipation. Deswegen nennen wir auch dieses ganze Themenfeld Partizipation digital, weil sich dort ganz normale Menschen tummeln, Community-Administratoren oder Administratoren aus den Communities, auf die wir natürlich überhaupt keinen Zugriff haben, sondern wir sind zum einen stille Beobachter, ja, in diesen Netzwerken, oder wir melden uns zu Wort, wenn wir einfach aus den Fragen, und Sie fragten nach den Medien, das ist wirklich sehr konjunkturell, was gerade sozusagen top ist. Facebook ist tatsächlich bei internationalen Communities immer noch Nummer eins, auch wenn wir denken, Facebook ist irgendwie so ein bisschen boomermäßig. Nein, dort ist es tatsächlich immer noch das Medium, aber genauso Telegram. Ja, ganz viele große Gruppen in Telegram. Inzwischen kann man das auch über KI wirklich auch inhaltlich auswerten. Man kann sich also wirklich thematisch sozusagen die Telegram-Gruppen durchlaufen lassen und feststellen, zu welchen Themen dort gerade diskutiert wird. Also beispielsweise hatten wir die Diskussion bei den ukrainischen Geflüchteten um das Thema Bürgergeld. Nee, Jobturbo war das. Wir hatten sofort in den Telegram-Gruppen ganz viele Themen zum Jobturbo und der Frage, was passiert jetzt, wenn ich arbeiten muss? Verliere ich jetzt den Zuschlag für Wohnung, den ich vom Jobcenter bekomme, und. Also das ist ein Seismograf, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schnell das sozusagen die aktuellen Themen aufgreift. Also wenn Sie sagen, wo tummeln wir uns, also wir sind natürlich staatlich finanzierte Projekte, das heißt, das ist alles sozusagen mit einer gewissen Distanz, ja, also einer Beobachterdistanz und dem Eingriff dort, wo wir merken, dass da unsere Information notwendig ist, also die richtigen Hinweise, entweder auf Beratungsstellen oder Richtigstellung in den Medien. Und die Nutzung dieser sozialen Kanäle ist sehr konjunkturell, also da, wo gerade was gerade sozusagen die Top-Medien sind. Habe ich das beantwortet soweit? Echte Menschen in den Gruppen. Also wenn wir von dem Projekt, was wir finanzieren, von Minor beispielsweise sprechen, das geht jetzt so ein bisschen weg von unserem PADI, weil das ist ja sozusagen das Strukturprojekt, aber wenn wir von dem anderen Projekt sprechen, dann sitzen dort wirklich mehr, ich glaube 6, 7, also zumindest in unserem Projekt, mehrsprachige Mitarbeiterinnen, und die gehen in diese Facebook-Gruppen und beteiligen sich dort aktiv. Also ich lade alle ein, weil das hat Mino schon mehrmals angeboten und auch gemacht, mal so eine Live-Session auch mal sich anzugucken, ja, wie das funktioniert. Das ist hochspannend zu sehen, wie sozusagen diese Kommunikation da passiert. Dann hat Herr Özdemir auch noch das Wort. Ich glaube, jetzt haben wir ungefähr ein Bild, wie das alles funktioniert. Nochmal danke für die Präsentation, die sehr ausführliche Präsentation. Ich würde gerne jetzt zum Abschluss vielleicht dieses Tagesordnungspunkts nochmal dazu kommen, wohin entwickelt sich das? Was glauben Sie, was brauchen Sie an Ressourcen perspektivisch? Also ich denke jetzt zum Beispiel daran, dass PADI in Kombination mit Videoberatung, Videodolmetsch und diese ganzen Geschichten, wenn man das so mal als Sie nennen es ja Netzwerking, ne, irgendwie, wenn man das mal so als Gesamtkonzept betrachtet, was kommt da auf uns zu, so als Abgeordnete in den nächsten Jahren, müssen wir das im Hinterkopf haben, was brauchen Sie noch für Ressourcen perspektivisch? Dann, Frau Nivizia, sind Sie gefragt. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich
an allererster Stelle tatsächlich den politischen Support und Rückendeckung für diese Art von Neuland, was wir dort betreten, also Mut für innovative Projekte. Es klang ja schon an, das ist ja nicht alles immer schön, was in den sozialen Medien passiert, deswegen ist es so wichtig, dass wir dort präsent sind. Natürlich müssen Projekte auch auskömmlich finanziert werden. Das Projekt PADI finanzieren wir über den Fonds, den europäischen AMIF. Aber es ist das Projekt Neu in Berlin, ist bei uns im Haushalt verankert, was immer, und ich merke das, ein wichtiges Signal ist auch in die anderen Bundesländer, weil sie merken, dass wir so etwas auch verstetigt haben, ja, im Haushalt. Und natürlich auch dort, je mehr Ressourcen, desto mehr kann man machen. Und das hängt dann auch immer von den politischen Willen ab, wo Sie dieses Thema auch sehen. Aber natürlich gehört das zu der digitalen Strategie Berlins. Und das ist mein letzter Punkt, die Kooperation mit den Stellen im Land Berlin, die ohnehin sich mit Digitalisierung beschäftigen. Frau Clement als CDO ist eine ganz wichtige Partnerin für uns. Wir machen das Projekt nicht für uns, sondern gemeinsam, weil nur dann ist es erfolgreich. Berlin.de als Plattform muss unbedingt mit inkludiert werden. CityLab als ein Kooperationspartner ist mit an Bord und hilft uns. Also Sie und solche Partnerschaften sind wichtig, und deswegen reden Sie gut über das Projekt. Vernetzen Sie uns noch mit anderen Akteurinnen im digitalen Bereich, die bei Ihnen aufkommen, weil das ist dann am Ende wirklich erfolgsversprechend auch für uns. Vielen Dank. Dann danke ich auch für die Information und der ganze Ausschuss dankt. Dann würde ich gerne diesen Tagesordnungspunkt 3 heute hier abschließen. Ich sehe auch keinen Antrag auf Vertagung, dann verfahren wir so und bedanken uns bei den Kolleginnen. Dann rufe ich Punkt 4 der Tagesordnung auf. Das ist eine Besprechung gemäß § 21 Absatz 3 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses mit dem Titel Umsetzung des Jobturbo und Arbeitsmarktintegration in Berlin, auch auf Antrag der Koalitionsfraktionen. Auch zu diesem Punkt steht uns Frau Nivizial zur Verfügung von Senasgiva. Und für die Begründung des Besprechungsbedarfs darf ich Frau Senge von der CDU das Wort geben. Bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Das Thema Arbeitsmarktintegration insgesamt ist für uns in der Koalition, auch für die CDU-Fraktion, sehr wichtig. Deshalb haben wir jetzt vorgeschlagen für diese Sitzung, dass wir uns mit der Umsetzung des Jobturbo im Speziellen, aber auch insgesamt mit der Arbeitsmarktintegration in Berlin heute mal beschäftigen. Der Jobturbo wurde ja von der Bundesregierung gestartet, der sogenannte, um insbesondere Ukrainerinnen und Ukrainer auch schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Vorausgegangen war eine Studie, ich glaube der Ebert-Stiftung, wonach die Beschäftigungsquote bei Ukrainerinnen und Ukrainern mit Fluchthintergrund nur 17% im Vergleich zu anderen europäischen Nachbarländern, wo es bedeutend höher war, lag. Wir wissen alle, die wir uns damit fachlich auseinandersetzen, dass diese Zahlen nicht so vergleichbar waren. Und dennoch ist natürlich das Interesse sehr groß, die Arbeitsmarktintegration zu beschleunigen. Aber für uns ist auch wichtig, dass sie nachhaltig ist. Seit Januar gibt es die Anweisung an die Jobcenter, wie das umzusetzen ist. Und da würden wir einfach jetzt gerne mal wissen wollen, wie das in Berlin umgesetzt wird, wie die ersten Erfahrungen sind, wenn vielleicht auch die Zahlen noch nicht dieses erste Quartal jetzt abdecken mögen, aber die konkrete Umsetzung in Berlin. Vielen Dank. Dann darf ich der Senatorin für die einleitende Stellungnahme das Wort geben. Bitte sehr. Genau, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und der Sonderbeauftragte, der auch speziell für diesen Jobturbo ja ernannt worden ist, aber auch Andrea Nahles haben sich ja im letzten Herbst dazu verständigt, den sogenannten Jobturbo, was natürlich unterfüttert ist mit einem Maßnahmenpaket, ist auch umzusetzen, bundesweit umzusetzen, weil die Intention, dass die Integration, eine gute Integration, eine gelingende Integration durch die Arbeitsmarktintegration
erfolgen kann. Die Umsetzung des Jobturbos zur Integration von Geflüchteten in den Berliner Arbeitsmarkt ist auch angelaufen. Am 4. März haben wir gemeinsam mit der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg zu einer Veranstaltung, wir haben das auch Integrationsgipfel genannt, eingeladen. Und die Absicht dahinter ist natürlich, dass wir geflüchtete Menschen, die zu uns kommen, hier schneller, besser begleiten durch Sprachkurse, Qualifizierungskurse, berufsbegleitende Sprachkurse auch besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren. War es uns aber auch wichtig, dass wir neben der Senatsverwaltung, neben der Regionaldirektion, VertreterInnen der Jobcenter, auch mit den Migranten-Selbstorganisationen darüber sprechen. Insofern war der Kreis der Teilnehmenden auch sehr, sehr gut. Und wir verstehen natürlich auch die Migrantenorganisationen als wichtige AkteurInnen, als wichtige MultiplikatorInnen in diesem Bereich und als zentrale PartnerInnen in diesem Prozess. Wir haben in dieser Veranstaltung dort auch aktuelle Beispiele genannt bekommen, wo auch Personen, Geflüchtete, die bereits schon einige Jahre hier sind, auch einen erfolgreichen Einstieg in den Arbeitsmarkt durchlaufen haben, die sich dort präsentieren konnten, die aber auch aufzeigen konnten, welche Hürden und Barrieren es oftmals gibt. Das war aber eine sehr, sehr gute Vorstellung und ein sehr guter Punkt, den hier auch alle Beteiligten mitgenommen haben. Wir haben auf dieser Veranstaltung auch eine gemeinsame Erklärung zustande gebracht, in der wir verdeutlichen und bekräftigen, dass wir für die Arbeitsmarktintegration der Geflüchteten alle gefordert sind, also sowohl die Verwaltung, die Regionaldirektion, die Jobcenter, aber auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Da ist natürlich der Appell zu sagen, dass die Anforderungen bei einem Jobangebot auch, was das Sprachniveau angeht, nicht immer jetzt perfekt Deutsch sein müssen. Das ist die hohe Erwartungshaltung auf dem deutschen Arbeitsmarkt oftmals. Also, dass der Appell in die Richtung gegangen ist, das Sprachniveau auf A2 abzusenken. Für uns, für mich als Arbeits- und Integrationssenatorin ist natürlich wichtig, dass berufsbegleitend auch Sprachkurse angeboten werden. Es wird so sein, dass das BAMF auch das Job-BSK anbieten wird. Das heißt, vor Ort in den Räumlichkeiten von Arbeitgebenden Sprachkurse auch angeboten werden. Das ist eine gute Sache und natürlich achten wir auch darauf, dass Qualifizierungsmaßnahmen erfolgen, Anerkennung von Berufsabschlüssen, Qualifizierungsabschlüssen auch parallel erfolgen müssen. Das waren die wichtigsten Punkte aus meinem Bereich. Ein Zwischenfazit des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zeigt ebenfalls, die waren übrigens auch an der Veranstaltung am 4. März mit beteiligt und haben dort auch Daten präsentiert, zeigt, dass die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten voranschreitet. Auch die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten aus den 8 Hauptasylherkunftsländern. Das ist eine gute Entwicklung. Und dass die Integration von ukrainischen Geflüchteten noch am Anfang ist, aber bereits erfolgreich ist. Also Learning on the Job mit natürlich speziellen Angeboten, um auch gute Arbeit am Ende auch möglich zu machen. Das ist unser Ziel. Gut, vielen Dank. Dann habe ich in der Aussprache als erste Wortmeldung von Herrn, die erste Wortmeldung von Herrn Omar, wenn ich die Handschrift hier richtig lese. Herr Omar, Sie hätten das Wort. Ja, das ging schnell. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch vielen Dank, Frau Senatorin, für die Darlegung. Nun ist es so, dass tatsächlich man Jobturbo auch positiv umsetzen kann, aber auch negativ einsetzen kann, indem zum Beispiel qualifizierte geflüchtete Fachkräfte von Jobcentern, von Arbeitsagenturen gezwungen werden, nach
A2 dann in ein prekäre Arbeitsverhältnis einzugehen, auch wenn sie gewilligt sind, höhere Sprachanforderungen zu erfüllen. Das ist, was ich auch oft in den Unterkünften sehe, Ingenieure, aber auch Fachkräfte im Bereich IT und Sonstiges, die sich beklagen, dass sich bewerben und bei vielen Unternehmen, bei bezirklichen Unternehmen, aber auch bei privaten Unternehmen und oft entweder Absagen bekommen oder ihr sprachliches Niveau nicht ausreicht. Was tun Sie konkret, damit zum einen diese hochqualifizierte Fachkräfte, aber die nicht über die sprachliche Qualifikation verfügen, nicht in diesen, bei diesem Jobturbo dann benachteiligt werden? Und was tun Sie damit auch diejenigen, die zwar nicht hochqualifiziert sind, aber den Wunsch haben, sich zu qualifizieren? Welche konkreten Maßnahmen sieht der Senat vor, damit diese Fälle auch nicht eintreten? Gut, dann hat die Senatorin die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Genau, vielen Dank. Sie haben unter anderem auch angesprochen das sogenannte Matching, wo Nachfrage und Angebot nicht komplett zusammenpassen. Das ist eine Herausforderung, die wir uns insgesamt für den Arbeitsmarkt annehmen, aber auch in diesem Bereich annehmen werden. Wir haben nächste Woche auch eine Jobmesse, insbesondere für Geflüchtete. Dort sollen auch Begegnungsmöglichkeiten geschaffen werden. Ich war vor einem halben Jahr etwa dort und das war ein Andrang. Ich wurde fast weggestoßen am Eingang. Also da waren über 3000 Geflüchtete und über 70 Unternehmen haben sich dort präsentiert. Und ich glaube, die Erfolgsquote, die Matchingquote dort war auch sehr, sehr hoch. Es ist auch richtig, was Sie sagen. Unser Sozialgesetzbuch sieht vor, dass Menschen, also einiges hat sich ja auch geändert. Vor einigen Jahren war das noch so, dass jede Arbeit zu jedem Lohn zuzumuten ist, also unabhängig von Qualifikation. Ganz früher war das noch mal anders. Man musste Arbeit annehmen, die der Qualifikation entspricht. Und jetzt ist das nicht so. Also man hat kein Recht auf Arbeit, die der Qualifikation entspricht. Insofern ist das nichtsdestotrotz, senatsseitig achte ich darauf, dass die Menschen berufsbegleitend auch weiter qualifiziert werden, dass die Anerkennungsverfahren überprüft werden, dass die Sprachkurse auch Berufsbegleitung, das war auch ein harter Verhandlungspunkt mit Herrn Terzenbach, den wir als Senatsverwaltung auch geführt haben und gefordert haben, dass berufsbegleitend auch Sprachkurse stattfinden müssen, damit wir eben die Login-Effekte reduzieren. Und ich kann das aus der betroffenen Sicht natürlich nachvollziehen, dass man gerne, wenn man schon Ingenieur ist, als Ingenieurin auch arbeiten möchte. Aber es ist auch eine Chance im Rahmen dessen, durch den Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen die Sprache schneller zu erwerben und auch so besser und schneller in den Arbeitsmarkt, in den regulären Arbeitsmarkt integriert zu werden. Aber ansonsten sind wir uns dessen bewusst natürlich und deshalb habe ich die Beteiligten, die wir am 4. März eingeladen haben zu dem Integrationsgipfel, ja auch genannt. Dazu waren auch UnternehmerInnen eingeladen und diese Formate müssen eben auch in der kommenden Zeit verstärkt werden, damit eben auch eine Sensibilisierung auch bei den Unternehmen stattfindet. Danke. Dann hat sich Herr Omar noch mal gemeldet. Sie haben das Wort, bitte. Vielen Dank, Frau Senatorin, für die Ausführungen. Also Sie haben gesagt, dass Sie darauf achten, aber welche konkreten Maßnahmen haben Sie jetzt nicht genannt, damit in den Bezirken auch einheitlich vorgegangen wird? Also ich kriege mit, dass in einigen Bezirken die Sachbearbeiterinnen auch die Geflüchteten unterstützen, damit sie diese Sprachqualifikation erwerben und sich auch für qualifiziertere Jobs auch bewerben können und begleiten sie, während
andere Sachbearbeiterinnen in anderen Bezirken davon berichten, dass sie dort zu Jobs in prekären Arbeitsverhältnissen im Mindestlohnbereich gezwungen werden, obwohl die gleichen diese Geflüchteten auch über ähnliche und gleiche Qualifikationen verfügen. Das ist die eine Frage, Nachfrage zu den Ausführungen von Ihnen. Und die zweite Frage ist, auf Bundesebene gab es eine Förderung für die Anerkennung von Abschlüssen. Diese Förderung fällt weg. Finanzielle Förderung für die Anerkennung von Abschlüssen. Oft ist das nicht nur im Bereich Geflüchtete, sondern Fachkräfte, die mit ihren Familien hierher ziehen. Dann wollen auch die Partnerinnen auch einen Job annehmen, aber die finanziellen Hürden sind bei Anerkennung oder von den Abschlüssen enorm, aber auch die Übersetzung von Unterlagen und Dokumenten und der ganze Prozess ist finanziell belastend für diese Familien. Was tut der Senat, um auch hier Unterstützung für diejenigen zu schaffen, die auch in der Lage sind, in diesem Land auch tätig zu werden, aber oft die finanziellen Hürden im Weg stehen? Bevor die Senatoren beginnt, möchte ich noch mal auf das Zeitmanagement hinweisen. Das haben wir uns ja zusammengegeben. Um 15:30 Uhr sollte es eigentlich mit der Anhörung beginnen. Also wir sollten diesen Punkt jetzt vielleicht nicht sehr in die Länge ziehen. Ich entschuldige mich. Frau Sänger hat noch kurz eine Frage und danach die Senatoren. Bitte. Genau, ich mache es auch kurz, schließt auch an das an, was der Kollege gesagt hat, weil ich diese Berichte auch gehört habe von einer unterschiedlichen Anwendung und da Verunsicherung. Das ist ja am Anfang, wenn was neu ist, aber auch nicht unnormal. Aber trotzdem muss man sich der Sache ja widmen, auch wenn ich nicht jetzt jede Beschäftigung, die unterhalb einer Qualifikation, die man mitbringt, ist, gleich als prekär bezeichnen würde. Aber ich glaube, wir sind uns hier einig, dass das Zentrale ist, die während der Beschäftigung dann eben auch den Spracherwerb weiterhin und die Anerkennung und das alles fortsetzen zu können. Deshalb freut es mich zu hören, dass Sie diese berufsbegleitenden Kurse so forciert haben. Genau, und würde dann noch mal kurz mit der Frage abschließen wollen, wann wir sehen können in den Zahlen nach Ihren Erwartungen, welche Effekte das alles, was Sie jetzt an Veranstaltung etc., Informationsarbeit und konkreter Umsetzung genannt haben, sich darstellen lässt. Dann hätte die Senatorin jetzt die Möglichkeit, noch zu erwidern oder beziehungsweise zu antworten. Genau. Wir haben seit letzter Woche einen Zwischenbericht von der Regionaldirektion dazu, aber die Wirksamkeit lässt sich dadurch noch nicht ableiten. Die wird sich erst mit dem Bericht im Herbst ableiten lassen. Ich habe regelmäßige Jourfixe mit Frau Schröder. Gestern, letzte Woche, ich glaube, ich habe sie in den letzten 10 Tagen 3-mal gesehen. Also Sie können sich sicher sein, dass wir das sehr eng begleiten. Und ich hatte ja auch nicht umsonst gesagt, wer die Beteiligten sind, die Migranten-Selbstorganisationen, die wir ja fördern, die ja Programme aufgelegt haben, Projekte aufgelegt haben, wie zum Beispiel IQ, MyTurn. Und wir begleiten diese Personen. Diese Personen sind auch aufgerufen, an diese zuständigen Stellen zu gehen und begleitet und beraten zu werden. Deshalb sind wir alle an einem Tisch. Deshalb haben wir auf diesem Integrationsgipfel gesagt, alle Beteiligten müssen hier sein. Unsere Ziele ist natürlich eine bessere Integration durch die Integration in den Arbeitsmarkt, aber wir haben auch Kriterien und wir wollen, dass diese Menschen am Ende dieses Prozesses in guter Arbeit sind. Deshalb sollen sie auch die Sprache berufsbegleitend lernen und deshalb sollen sie auch weitergebildet werden. Und all das passiert im Austausch mit der Regionaldirektion, mit den Jobcentern. Wir haben Gremien, wo wir zusammensitzen und darüber sprechen. Und der Jobturbo ist jetzt ab Februar angelaufen. Das ist natürlich die Anfangsphase, sage ich mal. Aber auch diese Fälle nehmen wir mit. Das sind die Startbedingungen sozusagen und besprechen wir natürlich auch. Ich hatte gehofft, dass wir pünktlich um 15.30 Uhr beginnen. Aber wir haben noch 2 Minuten und Herr Aukan Özdemir will die effektiv nutzen und hat auch das Wort. Ja, tut mir leid. Aber also der Punkt von Jen macht ja Sinn, ne? Dass Menschen unter ihrer Qualifizierung arbeiten. Da müsste man mal darüber nachdenken. Und das wird in Fachkreisen ja auch so besprochen, dass man darüber nachdenkt, dass man sie erstmal in den Job kriegt und dann parallel sie eben qualifiziert, ne? Jetzt habe ich mal eine Frage. Deutschlandweit bei den Syrern als Beispiel sind es 50%, die versicherungspflichtig arbeiten. In
Berlin sind es 2/3 der Syrerinnen und Syrer, die versicherungspflichtig arbeiten. Das heißt, in Berlin machen wir anscheinend irgendwas, ich sage jetzt mal besser, wenn ich das so sagen darf. Was ist das eigentlich im Durchschnitt? Tolle Stadt. Entschuldigung für unqualifizierter Kommentar. Ich wollte mal die Runde ein bisschen hier auflockern, ein Schmunzeln in ihren Gesichtern zaubern. Ist uns doch gelungen, wunderbar. Dann hat natürlich die für eine bessere, qualifiziertere Antwort die Senatorin das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Danke, Herr Abgeordneter, für die Frage. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist das das breit angelegte, gute Programm der Beratungsstrukturen, die wir haben. Und wir fördern ja viel in diesem Bereich, weil wir insbesondere darauf achten, dass die Menschen nicht in prekären Beschäftigungsverhältnissen landen, nicht dort festsitzen und nicht mal rauskommen, sondern es geht ja auch darum, ihre Abschlüsse anzuerkennen, die Sprache zu erwerben. Ich bin auch Kind einer Einwandererfamilie und damals gab es diese Angebote nicht. Es gab keine Sprachkurse, es gab keine Beratungsangebote, es gab gar nichts. Ja. Und ich führe einfach die gute Situation, die wir hier in Berlin erreicht haben, auch darauf zurück, dass wir diese guten Beratungsstrukturen mit den Migrantenorganisationen auch aufgebaut haben und viele Anlaufstellen auch dafür haben. Gut, dann Punktlandung. Sind wir am Ende dieses Besprechungspunktes und ich denke, dass wir auch diesen Punkt abschließen können. Ich sehe keinen Widerspruch, dann machen wir das so. Und bevor es jetzt in den nächsten Punkt geht, nämlich Punkt 5, würde ich mal vorschlagen, dass wir vielleicht maximal 5 Minuten Pause machen und dann mit der Anhörung beginnen, damit alle noch mal sich auf die Anhörung entsprechend freuen können und stark machen können. Also es geht um 5 nach weiter. Danke. Kann ich noch was ergänzen vor der Pause? Die Pause hat noch nicht begonnen, weil die Senatorin jetzt noch was ergänzen möchte und nach ihren Worten. Ich wollte noch mal, wir haben diese Woche im Senat auch beschlossen, dass wir die Amtszeit unserer Integrationsbeauftragten um weitere 5 Jahre verlängern. Das wollte ich hier noch mal deutlich machen. Und ich freue mich auf die weiteren gute Zusammenarbeit. Danke. Dann möchte ich ganz gerne das auch im Namen unseres Ausschusses noch mal, formvollendet formulieren. Auf gute Zusammenarbeit, Frau Nevizial, viel Erfolg uns allen bei den integrationspolitischen Themen. Auf gute Zusammenarbeit. Jetzt beginnt aber die Pause, 5 Minuten. Bis gleich.
So, meine Damen, meine Herren, wenn Sie Ihre Plätze einnehmen, dann können wir in wenigen Augenblicken starten. So, dann starte ich schon mal mit dem Aufrufen der Tagesordnung. Wir sind bei Punkt 5 der Tagesordnung. Es ist eine Besprechung gemäß § 21 Absatz 3 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses. Thema ist Gewährleistung des Zugangs von Geflüchteten zum Gesundheitssystem auf Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und die Fraktion Die Linke. Wir haben uns heute auf eine Anhörung verständigt zu diesem Punkt ist auch Herr Zinn von Sen Askiva, der Leiter der Arbeitsgruppe Asylbewerber, Leistungsgesetz und Fachaufsicht über das LAF, Herr Dr. von Dewitz von der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege, der Leiter des Referats Prävention, Gesundheitsförderung und ambulante sektorübergreifende Versorgung auch anwesend. Ich begrüße Sie auch alle recht herzlich. Und ich begrüße natürlich unsere Anzuhörenden ebenso herzlich. Und zwar in der alphabetischen Reihenfolge begrüße ich Frau Emily Barnikel vom Flüchtlingsrat Berlin e.V. Herzlich willkommen. Herrn Nikolai Büttner vom als Leiter der Netzwerkkoordination beim Berliner Netzwerk für besonders schutzbedürftige geflüchtete Menschenzentrum Überleben GmbH. Auch Ihnen herzlich willkommen. Frau Kleopatra Tümmler, Betriebsleiterin des ukrainischen Ankunftszentrums Tegel, DRK Sozialwerk Berlin GmbH, auch Ihnen herzlich willkommen. Und auch Frau Luise Zwirner, Projektleiterin der Clearingstelle für nicht krankenversicherte Menschenverein für Berliner Stadtmission, auch an Sie ein herzliches Willkommen. Dann danke ich Ihnen, dass Sie sich Zeit nehmen und uns hier als Experten zur bereitstehen, auf die Fragen auch der Abgeordneten zu antworten in der zweiten Antwortrunde dann entsprechend. So, ich gehe davon aus, dass Sie alle ein Wortprotokoll haben möchten. Es widerspricht keiner, dann machen wir das so. Und für die Begründung des Besprechungsbedarfs darf ich Herrn Omar von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort geben. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von mir herzlich willkommen, liebe Anzuhörende. Das Thema Zugang zum Gesundheitssystem ist insofern ein essentielles Thema für das Ankommen, weil wir sehen auch seit Jahren einige strukturelle Probleme neben den Problemen, die sich dann daraus ergeben. Zum einen haben die Geflüchteten, nicht alle Geflüchteten, den gleichen Zugang zum Gesundheitssystem. Das sehen wir zum Beispiel in den unterschiedlichen Einrichtungen, wenn es sich um Erstaufnahmeeinrichtung handelt oder um die GOs, Gemeinschaftsunterkünfte für die Geflüchtete. Zudem gibt es aber auch unterschiedliche Handhabungen, wenn es um die Aufenthaltstitel geht. Und hier ist an erster Stelle das Problem, das wir seit Jahren beobachten. Auch in der alten Koalition wollten wir uns mit diesem Thema beschäftigen, und zwar in der Anfangsphase. Wenn die Geflüchteten hier ankommen und ihren Asylantrag stellen, ist das Problem, dass sie nur ein Papierdokument in die Hand bekommen, dass sie hier ihren Asylantrag gestellt haben. Und mit diesem Dokument müssen sie, wenn sie ärztliche Versorgung brauchen, dann in die Praxis gehen. Und zwar, es gibt eine Vereinbarung mit der KV, mit der krankenärztlichen Versorgung, aber oft berichten die Betroffenen, aber auch die Träger und auch die Sachverständige können auch heute darauf eingehen, dass sie abgelehnt werden, weil für die Arztpraxen oft zeitaufwendig ist, weil diese Geflüchtete nicht über eine Versicherungsnummer verfügen und es dann mit mehr finanzieller Aufwand für die Praxen verbunden ist. Und sie lehnen dann die Versorgung oder die Aufnahme dieser Geflüchteten mit Scheinbegründungen, dass sie keine neuen Patienten aufnehmen. Das ist ein grundsätzliches Problem, was wir haben.
Das zweite ist das Thema Impfen. Wir haben jetzt im Kontext der Fluchtbewegung aus der Ukraine gesehen, dass ein Ankunftszentrum zu einer Notunterkunft umgewandelt wurde. Und leider ist das so. Und wir haben da vor ein paar Tagen auch mitbekommen öffentlich, dass dort Masern auch sich verbreitet hat unter den Geflüchteten wegen fehlender Impfung in der Anfangsphase. Ich will viele Punkte jetzt nicht vorwegnehmen, sondern erstmal den Anzuhörenden die Möglichkeit geben, aus ihrer Sicht die Probleme zu schildern und welche Arbeitsaufträge dafür für den Senat dann gehen. Dann darf jetzt die Senatsverwaltung die Senatorin für den Senat die Stellungnahme abgeben und hat auch das Wort. Frau Senatorin, bitte. Genau, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich muss um 16.40 Uhr gehen, das sage ich nur vorab. Bitte nicht wundern, weil ich beim Ratschlag für Demokratie bin. So. Zu der Stellungnahme aus meinem Haus möchte ich feststellen, dass Asylbegehren und geflüchtete Menschen zunächst Anspruch auf Gesundheitsleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auch haben. Den gesetzlichen Auftrag hierfür, um das auch sicherzustellen, hat das zuständige LAV und die Bezirke, respektive im Sinne gesamtstädtischer Grundsatz- und Leitungsaufgaben, die für Soziales zuständige Senatsverwaltung, also meine Senatsverwaltung. Um diesen Versorgungsanspruch auch gegenüber medizinischen Einrichtungen und der Abrechnung dieser Leistungen zu sicherzustellen, werden seit 2016 eine elektronische Gesundheitskarte für Geflüchtete ausgegeben. Diese sogenannte EGK, elektronische Gesundheitskarte, stellt gegenüber der individuellen Ausstellung von Behandlungsscheinen einen großen Fortschritt auch dar. Insofern ist das auch eine geeignete Grundlage, um einen stigmatisierungsfreien Zugang zur medizinischen Versorgung auch anzubieten. Bei Asylbewerberleistungsempfangenden existiert dennoch kein Regelsystem im Vergleich zu den UkrainerInnen. Bei den Asylbegehrenden nutzen wir das Regelsystem. Der Bundesgesetzgeber hat für die Asylbewerberleistungsempfangenden den gesetzlichen Versorgungsanspruch auch im Asylbewerberleistungsgesetz festgehalten und der ist dort wie folgt auch beschrieben. Die Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände, die Versorgung mit Arznei- und Verbandsmitteln, sonstiger zur Genesung oder Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen, Schutzimpfung und medizinisch gebotene Versorgungsuntersuchungen, Schwangerschaft, Geburtshilfe und Geburtsnachsorge. Also man muss hier unterscheiden zwischen rechtlichem Regelsystem des Gesundheitswesens und die Nutzung dieser Strukturen zur Sicherstellung dieser Versorgung. Und das ist in diesem Kontext, den wir heute hier auch im Rahmen der Anhörung besprechen werden, ganz, ganz wichtig. Es ist auch so, dass mit den steigenden Zugangszahlen asylbegehrender und geflüchteter Menschen sich natürlich die Herausforderungen potenzieren, gar keine Frage. Das ist so, deshalb nehmen wir uns dieser Herausforderung auch an und schauen auch, wie wir diese Versorgungslücken auch schließen können. Aus unserer Sicht gibt es folgende aktuelle Herausforderungen, insbesondere zwischen Asylbewerberleistungsantrag und Ausgabe der elektronischen Gesundheitskarte. Im Prozess des Ankommens gibt es eben eine Lücke. Man kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Tage, Wochen es dauert, aber es gibt im Rahmen des Leistungsantrages hier eine Zeit, die zu berücksichtigen ist. Darüber hinaus ist das Verfahren zur Beantragung einer elektronischen Gesundheitskarte auch nicht ganz einfach, weil das ein analoges Verfahren ist, was natürlich die Dauer dieses Prozesses auch nicht begünstigt. Deshalb schauen wir, wie wir
die ambulante Versorgung im Ankunftszentrum auch verbessern können. Also wir wollen und haben auch beschlossen, die Leistungsbeschreibung und die Vergabe wird auch erfolgen, damit wir im Ankunftszentrum eine ambulante Versorgung auch haben werden. Wir werden eine neue Schnittstelle schaffen, in der zweiten Hälfte, Jahreshälfte diesen Jahres, um auch hier eine nachhaltige Digitalisierung des Beantragungsfortganges gewährleisten zu können. Was ich aber auch noch mal sagen möchte, dass die Akutversorgung in jedem Fall sichergestellt ist und auch eine Kostenübernahme durch das LAV übernommen wird. Das als Einleitung und als Stellungnahme aus meiner Senatsverwaltung. Danke. Dann können wir jetzt mit der Anhörung beginnen. Ich hatte zu Beginn nicht abgestimmt, wer zuerst startet. Vielleicht haben Sie das untereinander schon abgestimmt. Dann müsste mir jemand ein Signal geben. Wer ist Nummer eins? Ich bin Nummer eins. Wunderbar. Frau Zwirner beginnt. Und wer ist zwei, drei und vier? Zwei. Drei. Und Frau Tümmler schließt ab. Okay, dann habe ich es verstanden. Vielen Dank. Zeichensprache funktioniert. Frau Zwirner, Sie haben das Wort, bitte. Ja, vielen Dank für die Einladung zu dem wichtigen Thema. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und ich versuche, mich kurz zu fassen. Die Clearingstelle für nicht krankenversicherte Menschen gibt es in Berlin nun seit über 5 Jahren und wird finanziert von der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit. Träger ist der Verein für Berliner Stadtmission. Zu uns kommen deutsche EU-Bürger und Drittstaatler, die in Berlin leben und keine ausreichende Krankenversicherung haben. Im letzten Jahr wurden 1.563 Personen in der Clearingstelle beraten. Ungefähr 2/3 davon sind wohnungs- oder obdachlos. 65% unserer Klienten haben eine Drittstaatsangehörigkeit. Viele benötigen direkt medizinische Hilfe, weil sie zum Beispiel Krebs haben. In der Sozialberatung wird zunächst ausführlich besprochen, inwieweit ein Zugang zur Krankenversicherung hergestellt werden kann. Bei Bedarf bieten wir eine aufenthaltsrechtliche Beratung durch Juristen an. Wenn die Vermittlung ins Regelsystem nicht möglich ist oder wenn der Klärungsprozess länger andauert, aber ein medizinischer Behandlungsbedarf besteht, stellt das medizinische Verwaltungsteam eine Kostenübernahme für eine medizinische Einrichtung aus und vereinbart dort einen Termin. Hierzu kooperieren wir berlinweit mit rund 80 medizinischen Einrichtungen, unter anderem der Berliner Kassenärztlichen Vereinigung. Bei Bedarf organisieren wir auch Sprachmittlung zu dem Termin. Seit Einrichtung der Clearingstellen haben sich die Klienten- und Beratungszahlen und die Anzahl an ausgestellten Kostenübernahmen kontinuierlich deutlich erhöht. Viele der Ratsuchenden sind langfristig auf Kostenübernahmen durch die Clearingstelle aufgrund von chronischen Erkrankungen wie Diabetes und HIV angewiesen. Unsere 8 Sozialberaterinnen decken über 9 verschiedene Sprachen ab. Zudem arbeiten wir mit festen Dolmetschenden vor Ort. Die Herausforderungen für uns bestehen, wie Sie bereits genannt haben, zum einen in den langen Warte- und Bearbeitungszeiten beim LEA, LAF und den Sozialämtern. Die Clearingstelle leistet hier oftmals als Überbrückung wegen Überforderung der Ämter. Zum Beispiel haben wir für eine chronisch erkrankte Klientin im Mai 2022 einen Antrag auf einen humanitären Aufenthalt aufgrund der schwerwiegenden Erkrankung gestellt. Die Ausländerbehörde hat sich geweigert, den Antrag zu bearbeiten, weil keine Anmeldung vorgewiesen werden konnte. Erst im Januar 2024, das heißt mehr als 1,5 Jahre später, wurde ihr ein Vorsprachetermin gegeben. Der Aufenthaltstitel wurde dann sofort erteilt. In dem gesamten Zeitraum der Prüfung hätte der Klientin eine Duldung ausgestellt werden müssen und sie hätte Leistungen beziehen können. Dies wurde nicht getan, weil die Klientin keine Anmeldung vorweisen konnte. Auch zwischen Registrierung und von Asylerstanträgen und Leistungsbezug beim LAF können bis zu 8 Wochen liegen. Die Zuständigkeiten zwischen LAF und den Sozialämtern, insbesondere bei Geflüchteten, die einen Asylfolgeantrag beim BAMF stellen, sind nicht geklärt. Hier haben wir erlebt, dass schwer kranke Personen mehrfach von LAF, Ankunftszentrum und LEA trotz Bescheinigung des BAMFs über ein Folgeverfahren weggeschickt wurden. Die Kostenübernahmen vom LAF werden häufig in Arztpraxen nicht akzeptiert. Schließlich ist auch die fehlende Refinanzierung von Notfallbehandlungen im Krankenhaus bei Menschen ohne Krankenversicherung ein großes ungelöstes Problem, welches die Clearingstelle nicht lösen kann.
Wir wünschen uns daher, dass die Zuständigkeiten zwischen LAF, Lehr, Sozialamt und Jobcenter geklärt werden. Die genannten Ämter müssen in Berlin gut funktionieren, um einen Zugang zur medizinischen Versorgung sicherzustellen. Ein direkter Kontakt zum LAF in der Darwinstraße und der Ausländerbehörde für die Clearingstelle mit Möglichkeit einer Terminvereinbarung für die Vorsprache würde Betroffenen einen schnellen Zugang zur Regelversorgung ermöglichen, einen schnelleren. Ja. Auch bedarf es dringend einer Vereinbarung und Lösung zwischen Krankenhäusern, Verwaltung und Sozialämtern, um eine tragfähige Lösung für die Anwendung des Nothelferparagraphen zu finden. Die Einführung einer sogenannten Berlin City ID Card mit einer Zugangsmöglichkeit zur medizinischen Versorgung halten wir zudem für eine wichtige zukünftige Maßnahme, um den Zugang zur Gesundheitsversorgung für Geflüchtete mit ungeklärtem Status zu verbessern. Städte wie Zürich und Wiesbaden sind bereits dabei, ein solches Konzept umzusetzen. Auch in anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich, wird ein Zugang im medizinischen Regelsystem bereits durch die Ausstellung einer Versicherungskarte auch für Personen ohne legalen Aufenthaltsstatus sichergestellt. Berlin sollte hier als Hauptstadt voranschreiten. Ein verspäteter Zugang zu medizinischer Versorgung kann bei Krankheiten, die anfangs noch gut zu behandeln wären, zu schweren Komplikationen, Chronifizierungen oder sogar zum Tod führen. Außerdem sind durch ansteckende Krankheiten wie TBC, HIV, Hepatitis und Ähnliches nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch deren Umgebung gefährdet. Daher ist es wichtig, auch weiterhin eine Finanzierung der Clearingstelle inklusive Behandlungskosten für Berlin sicherzustellen. Wir sind für 2024 und 2025 ausreichend finanziert. Aber auch zukünftig ist es wichtig, eine ausreichende Finanzierung sicherzustellen. Der Zugang zu adäquater medizinischer Versorgung ist ein Grundrecht und für alle in Deutschland lebenden Personen sicherzustellen. Danke. Vielen Dank, Frau Zwirne. Dann hat Herr Büttner das Wort. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Senatorin, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Vielen Dank für die Einladung in die heutige Ausschusssitzung und die Möglichkeit, zivilgesellschaftliche Expertise und Perspektive auf die so wichtige Frage der Gewährleistung des Zugangs von Geflüchteten zum Gesundheitssystem einzubringen. Die Problemlagen sind allesamt nicht neu und weisen eine gewisse Kontinuität auf, sodass ich den Fokus auf die wesentlichen Schwachstellen im Anmeldeverfahren zur Krankenversicherung sowie die daraus resultierenden Leistungslücken legen werde. Ich kann dabei nahtlos an meine Vorrednerin anschließen und das auch für die Forderung tun. Bei der Betrachtung beschränke ich mich auf den Zugang zum Gesundheitssystem von AsylantragstellerInnen und klammere aus der Ukraine geflüchtete Menschen wegen der sich unterscheidenden Rechtsgrundlagen aus. Zwar ist der Registrierungsrückstau im Arkutz in Reinickendorf abgebaut worden, dennoch befanden und befinden sich in den Unterkünften Tempelhof Tegel sowie im Arkutz in Reinickendorf immer wieder AsylantragstellerInnen über einen langen Zeitraum im Registrierungsverfahren und wurden wegen des Rückstaus seitens des LAFs auch erst eine Woche nach der Einreise zur Krankenkasse angemeldet. Vor 2 Monaten befand sich rund die Hälfte der in Tegel untergebrachten AsylantragstellerInnen im Registrierungsprozess und hatte noch keinen Termin bei der Leistungsgewährung des LAF. Die Betroffenen waren nicht bei einer Krankenkasse angemeldet und hatten somit de facto keinen Zugang zum Gesundheitssystem. Immer wieder ist uns berichtet worden, dass diesen AntragstellerInnen der Zugang zum Medipoint in Tegel erschwert oder verunmöglicht worden ist. Im November 23 wurden der Unterkunft Tempelhof Hangar 1 bis 3 innerhalb weniger Wochen rund 600 unregistrierte Geflüchtete zugewiesen. Eine Anbindung an das Regelsystem kann in diesen Fällen mangels Anmeldung zur Krankenkasse nicht erfolgen und ist ausgeschlossen. In diesen Fällen sind die einzigen Möglichkeiten medizinischer Versorgung von AntragstellerInnen das medizinische Erste-Screening im Ankommensprozess im AKUZ sowie der Zugang zum Medipoint, den es aber in Tempelhof nicht gibt. In krassen Fällen muss die Notaufnahme der umliegenden Krankenhäuser aufgesucht werden. Zu den registrierten AntragstellerInnen. Aber auch wenn AntragstellerInnen bereits durch den Sozialdienst des LAF registriert worden sind, dauert es teilweise Wochen und Monate, bis die elektronische Gesundheitskarte oder auch nur eine vorläufige Betreuungsbescheinigung durch die Krankenkassen versendet wird.
Noch mal kurz zum Kontext, wie das Anmeldeverfahren zur Krankenkasse laut Vertrag normalerweise ablaufen soll. Das LAF als zuständige Leistungsbehörde meldet die Leistungsberechtigten nach Registrierung und Berlinzuweisung unverzüglich bei der Krankenkasse an. Seit Anfang 2022 erfolgt die Anmeldung unserer Kenntnis nach händisch und per Post. Und dies mangels, das hatten Sie bereits genannt, Frau Senatorin, elektronischer Schnittstelle, da entsprechende Verträge zwischen IBM und den Krankenkassen nicht verlängert worden sind. Eine neue Schnittstelle sollte bis Ende 2023 implementiert werden. Dies ist unserer Kenntnis nach bisher nicht erfolgt. Für den Zeitraum zwischen Anmeldung und Zusendung der elektronischen Gesundheitskarte ist nach § 5 Absatz 5 der Vereinbarung zur Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtigte nach 264 Absatz 1 SGB 5 vereinbart, dass die Krankenkassen die vorläufige Betreuungsbescheinigung ausstellen. Diese weist das Betreuungsverhältnis auch ohne elektronische Gesundheitskarte gegenüber den behandelnden Arztpraxen nach und sorgt für die Sicherstellung der medizinischen Versorgung. Nur erfolgt die Ausstellung der vorläufigen Betreuungsbescheinigung seitens der Krankenkassen realiter nicht am Tage der Anmeldung bei der Krankenkasse. Das LAF ist deswegen seit einigen Wochen dazu übergegangen, die Anmeldung bei einer Krankenkasse nach 264 Absatz 1 Nummer 5 mehrfach auszufertigen, den AsylantragstellerInnen mitzugeben und mit dem Hinweis für Krankenhäuser, ÄrztInnen, ZahnärztInnen und TherapeutInnen zu versehen, dass die Anmeldung bis zur Aushändigung der elektronischen Gesundheitskarte als Behandlungsausweis dient. Das Vorgehen des LAF deckt sich somit zudem mit unseren Erfahrungen. SozialarbeiterInnen in den Unterkünften schicken AntragstellerInnen zur Beschleunigung des Anmeldeprozesses bei den Krankenkassen und zur Vermeidung von Leistungslücken in die Krankenkassen-Service-Center. Seit dem 01.01.2024 verlangt jedenfalls die DRK bei der Vorsprache in den Service-Centern zur Bearbeitung der Anmeldung eine polizeiliche Meldeadresse, respektive eine Bestätigung der Unterkunft, dass die AntragstellerInnen in der Unterkunft wohnt. Die Bearbeitungszeit polizeilicher Anmeldungen im Flüchtlingsbürgeramt wiederum beträgt aktuell bis zu 8 Wochen, sodass durch diese neue Hürde eine Ausdehnung von Leistungslücken erfolgt. Zum Verständnis, die Anmeldung seitens des LAF an die Krankenkasse ist zu diesem Zeitpunkt bereits teils seit Wochen erfolgt. Behandelnde Arztpraxen können nun vor Ausstellung der elektronischen Gesundheitskarte mit 2 Dokumenten konfrontiert werden. Zum einen der vorläufigen Betreuungsbescheinigung seitens der Krankenkassen und zum anderen mit dem Behandlungsausweis, Nachweis des LAF. Erschwerend kommt zu dieser Situation hinzu, das wurde bereits auch schon genannt, dass viele behandelnde Arztpraxen die vorläufige Betreuungsbescheinigung nicht anerkennen und eine Behandlung ablehnen. All das führt im Ergebnis dazu, dass der regelhafte Zugang zum Gesundheitssystem für AsylantragstellerInnen teils erst nach Monaten erfolgt und ohnehin nur in eine bereits überlastete Regelstruktur. In vielen umliegenden Fach- und Hausarztpraxen, beispielsweise in Tempelhof, kommt es gerade überhaupt nicht mehr zu Terminvereinbarungen, da ein Patientenaufnahmestopp vereinbart worden ist. Auch die weiteren Hürden beim Zugang zu gesundheitlicher Versorgung wie ausreichende Sprachmittlung und den ohnehin reduzierten Leistungen nach dem Asyl-BLG gehe ich in Anbetracht der Kürze nicht mehr ein, beantworte aber gerne Fragen dazu. Abschließend möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass es, um die Leistungslücken zu schließen, eine verbesserte Ankommensstruktur im ARKUZ und jetzt auch in den Unterkünften braucht. Ein verbessertes Anmeldeverfahren mit den Krankenkassen, insbesondere auch die Implementierung einer entsprechenden digitalen Schnittstelle und ein IT-Verfahren. Und solange das nicht erfolgt ist, empfehlen wir die Errichtung von Medipoints in den Großunterkünften und dem ARKUZ, wobei ich mich auch den Forderungen der VorrednerInnen noch einmal explizit anschließen möchte und zu den Medipoints noch sagen möchte, dass Erstuntersuchungen und eine ambulante Versorgung ermöglicht werden müssen. Es braucht eine kassenärztliche Zulassung, um Verschreibung und Überweisung auszustellen, und die Ausgabe und Verabreichung von Medikamenten muss ermöglicht werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Das waren exakt die 2 Minuten, die Sie auch eingefordert haben. 7 Minuten. Punktlandung. Dann darf Frau Barnicke fortsetzen. Bitte sehr.
Herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Senatorin, sehr geehrter Herr Staatssekretär, liebe Abgeordnete und Anzuhörende und Publikum. Ich bedanke mich, dass wir hier als Flüchtlingsrat sprechen dürfen. Ich möchte vorweg sagen, dass ich auch eine kleine Stellvertreterinnenposition hier einnehme, weil ich mir natürlich auch Feedback von anderen Organisationen eingeholt habe. Die werde ich dann nachher noch kurz benennen. Vorab möchte ich sagen, dass alle Probleme, die wir gerade schildern und über die wir reden, entstehen nur durch den diskriminierenden Charakter des Asylbewerberleistungsgesetzes. Hätten wir den nicht, hätten wir die ganzen Probleme nicht, bräuchten wir keine Vorabbescheinigungen und irgendwelche Zwischenbescheinigungen, würden wir sagen, Menschen haben einfach Zugang, zum Beispiel durch eine City-ID oder durch eine Berlin-Versicherung, das war unsere Idee zum Beispiel in der Clearingstelle, dann müsste hier gar keiner mit irgendwelchen Bescheinigungen und Mappen in die Versicherungen rennen, sondern dann wäre das einfach geklärt. Und da wir hier im Ausschuss für Antidiskriminierung sitzen, möchte ich einfach das nochmal ganz kurz vorab stark machen. Alle diese Probleme bestehen, weil wir geflüchtete Menschen absichtlich und sukzessive diskriminieren, und zwar in jedem Lebensbereich und im gesundheitlichen Bereich nimmt das lebensgefährliche Züge an. Wie beispielsweise mir der Verein der positiven UkrainerInnen in Deutschland plus UkrD, Mitglied in der Allianz ukrainischer Organisationen, schildert. Ich zitiere: Eines der wichtigsten Probleme ist der mangelnde Zugang zu Informationen durch das Lagerpersonal und die staatlichen Stellen. Anstatt schriftliche Hinweise zu geben, wie man sich vorübergehend versichern lassen kann und unter welchem System dies möglich ist, werden die Menschen an die Berliner AIDS-Hilfe, BRH, oder unseren ehrenamtlich tätigen Verein verwiesen. Die Abteilung in der Berliner AIDS-Hilfe verbringt viel Zeit damit, Briefe zu schreiben und das Sozialamt, zum Beispiel letztens den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, davon zu überzeugen, dass es ihre bezirkliche Aufgabe ist, Menschen zu versichern, damit sie notwendige medizinische Versorgung erhalten. In diesem Fall hat die Person weder im Lager noch in der staatlichen Einrichtung die Information und das notwendige Dokument erhalten. Menschen, die nachweislich an HIV erkrankt sind, müssen in Berlin darum kämpfen, weiter ihre Medikamente zu erhalten und behandelt zu werden. Und bei Menschen mit HIV hört das natürlich nicht auf. Wir haben KrebspatientInnen, die nur aufgrund des Statuswechsels vom LAF zum Sozialamt oder vom Sozialamt hin zum Jobcenter oder vom Jobcenter wieder zum Sozialamt wegen der Erwerbsminderung Wochen bis Monate nicht versichert sind. Wenn ich Ihnen aus meinem Lebenslauf schildern darf, ich bin in einem anderen Deutschland geboren, ich habe meinen Status also gewechselt. Danach war ich familienversichert als Schülerin, danach war ich als Freiwillige versichert, danach war ich Studentin und in der studentischen Versicherung, danach war ich Mutter und über die Rentenversicherung versichert, danach war ich Angestellte und habe mich selbst versichert. Meine Kinder sind jetzt über mich versichert. Nicht einmal in meinem ganzen Leben wurde mir die Versichertenkarte eingezogen, weggenommen und mir gesagt, ich muss jetzt woanders hingehen und meine neue Versichertenkarte beantragen. Geflüchteten Menschen wäre das an jedem Punkt ihres Lebens passiert, und zwar nur aufgrund der Tatsache, dass sie eine andere Staatsbürgerschaft haben, als ich sie gehabt habe. Auch diese Menschen treffen Behörden, nur diese Behörden ziehen ihnen ihre Versichertenkarten, die sie vielleicht gerade bekommen haben, wieder ein. Was ist die Konsequenz davon? Menschen mit Behinderung können keinen Schwerbehindertenausweis beantragen. Der Schwerbehindertenausweis würde sie aber, wie gerade Senin festgelegt hat, gegebenenfalls vor Abschiebung schützen. Das heißt also, ich liefere Menschen der Abschiebung aus. Ich liefere Menschen dem aus, dass sie nicht mit Begleitung die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen können, dass sie keine Hilfsmittel durch die Krankenkassen beantragen können und dass sie kein Pflegegeld beantragen können, wie es ihnen eigentlich zustehen würde. Ein Praxisbeispiel möchte ich noch anbringen und dann würde ich meinen Vortrag beenden. Ich bin Härtefallberaterin beim Flüchtlingsrat. Das heißt, ich habe die Perspektive von Menschen, die chronisch von Abschiebung bedroht sind. In meine Beratung kam ein gehörloses Ehepaar aus Moldau, seit 2 Jahren in Berlin. Sie sind alle Instanzen durchlaufen. Bundesamt, Ankunftszentrum, LAF, Leistungsgewährung, Sozialamt, Lea Berlin. Nicht eine dieser Stellen hat es mal für nötig befunden, diese Familie darauf zu verweisen, dass es in Berlin selbst Organisationen und Vereine gibt, die für Menschen von Gehörlosigkeit betroffen sind, arbeiten und sie dabei unterstützen könnten, sich Leistung und Teilhabe zu erkämpfen. Nur durch Zufall, durch den Gehörlosenverband Berlin und einen engagierten Anwalt ist diese Familie zu mir gekommen. Als wir uns getroffen haben, waren sie schon auf den Sammelcharter in Richtung Moldau mit ihren 2 minderjährigen Kindern gesetzt worden, von denen bis heute noch nicht diagnostiziert werden konnte, ob sie hörend sind oder nicht. Alles das passiert, weil dieses System Menschen diskriminiert, und zwar absichtsvoll.
Frau Vorsitzende, Berlin ist eine tolle Stadt, da gebe ich Ihnen recht. Aber Berlin wäre noch toller, wenn wir nicht unterscheiden würden, welcher Mensch welchen Zugang hat. Und deswegen lobbyiere ich hier auch ganz stark, wie meine Vorrednerin bereits, entweder in Richtung einer Berlin-City-ID oder einer Berlin-Versicherung, angesiedelt bei der Clearingstelle und ähnlich der Struktur der Jobcenter, eine gemeinsame Einrichtung von Land und Kommune. Haben wir schon, was Leistungsgewährung angeht, geschafft, schaffen wir auch, was Versicherung angeht und kann Leben retten. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Ein sehr engagierter Appell an alle Abgeordneten hier. Und Frau Tümmler ist jetzt dran und schließt die Reihe der Anzuhörenden dann ab. Bitte, Frau Tümmler. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich versuche mal darzustellen, was wir in Tegel anbieten. Aus der Historie heraus haben wir den Vorteil, dass wir von Beginn an ein Medpoint bzw. eine ärztliche Versorgung anbieten konnten. Wir haben ukrainische Geflüchtete in Tegel, wie Sie wissen, im Ankunftszentrum aufgenommen. Zu Beginn des Krieges hat man erwartet, dass dort Menschen mit Kriegsverletzungen auftauchen. Und wir waren da zu Beginn auf das Schlimmste vorbereitet. Dankenswerterweise ist das so nicht eingetreten, hatten aber dadurch den Vorteil, dass wir von Beginn an Ärztinnen und Ärzte und auch Erste Hilfe in relativ gutem Ausmaß vor Ort hatten. Dennoch haben wir festgestellt, dass die Menschen nicht nur, ich sag mal, Kriegsverletzungen versorgt bekommen müssen, sondern eben auch Krankheiten, die sie mitbringen, chronische Krankheiten, akute Sachen, die sich im Rahmen der Flucht eingestellt haben oder eben auch altersbedingte Dinge, die versorgt werden müssen. Dadurch konnten wir den Dienst insgesamt relativ gut ausbauen. Wir bieten aktuell Sprechstunden an von 9 bis 20.30 Uhr jeden Tag in der Woche. Wir haben sowohl allgemeinmedizinisches Personal als auch Pädiater. Also für kindermedizinisches Personal bieten wir. Wir haben außerdem 7 Tage die Woche inzwischen Pflege vor Ort, weil wir, wie Sie wissen, auch ungefähr 56 Pflegefälle auch haben bei uns, die bei uns in der Pflege angebunden sind. Das bedeutet nicht unbedingt immer, dass alle bettlägerig sind, aber doch Unterstützung benötigen bei der Körperpflege oder eben beim Essen und Ähnliches. Also das tun wir auch in Tegel. Wir haben seit Beginn, wir haben tatsächlich keine ganz genaue Statistik, aber wir haben ca. 18.000 bis 19.000 Personen ärztlich gesehen in Tegel. Bei uns hat jeder Zutritt zum Medipoint, jeder, egal wo er herkommt, und jeder wird versorgt. Wir haben nach den Öffnungszeiten des Medipoints die Erste Hilfe vor Ort, die selbstverständlich versorgt und im Notfall selbstverständlich die Rettungsstellen hinzuzieht bzw. einen Krankenwagen ruft, um die Menschen zu versorgen. Wir haben auch jetzt inzwischen seit einiger Zeit medizinisches Personal im Sinne der Pflege vor Ort. Das sind alles zertifizierte Pflegekräfte, Fachkräfte, die gegebenenfalls in Notfällen über die Erste Hilfe hinaus auch noch tätig werden können. Das ist für uns eine angenehme Situation. Dennoch kann ich die eine oder andere Lücke, die Sie hier beschreiben, durchaus bestätigen. Wir sind dafür zuständig, eine basismedizinische Maßnahmen zu liefern. Ja, wir versorgen die Menschen, bis sie in die Regelversorgung angegliedert werden können. Wir können bestätigen, dass die Lücken, bis die Krankenversicherung, bis die Krankenversicherungskarte da ist, auch für uns spürbar ist. Wir haben sicherlich den Vorteil, dass bei uns Fachärztinnen, Fachärzte Überweisungen ausstellen können, beziehungsweise wir dadurch auch vielleicht etwas, verstehen Sie mich nicht falsch, etwas höhere Glaubwürdigkeit haben an der einen oder anderen Stelle, dadurch, dass es Fachpersonal ist, die einen Arztbrief zum Beispiel sich nochmal anschaut, und dadurch haben wir ein gutes Netzwerk aufbauen können von Arztpraxen, wo die Menschen dann gut versorgt werden. Wir haben dennoch aber auch das Problem, dass wir mit einer reinen Kostenübernahme feststellen, dass es nicht überall dazu führt, dass die Menschen angemessen versorgt werden, sondern dass es da eine große Zurückhaltung gibt, auch begründet durch die hohe Auslastung der Fachpraxen allgemein in der Stadt. Wir haben
Im Notfall nutzen wir die Rettungsstellen der Krankenhäuser für Versorgung. Dennoch gelingt es uns immer, bei chronisch erkrankten Menschen, die zum Beispiel akut Dialyse benötigen oder Krebsbehandlungen benötigen, diese Menschen sofort zu versorgen und anzubinden. Auch nicht zuletzt durch die engagierten Ärztinnen und Ärzte, die wir vor Ort haben, die manchmal auch die Extrarunde drehen und noch mal eine Stunde länger bleiben und sich da einsetzen. Wir haben selbstverständlich das Problem, dass die Sprachbarrieren herrschen in den Praxen. Es gibt zwar inzwischen sehr viel fachliches Personal oder ärztliches Personal, was die Sprache spricht, dennoch scheitert es manchmal an der Anmeldung vorne, muss man auch sagen, dass die Helferinnen und Helfer in der Praxis häufig die Sprache nicht sprechen. Wir können, und das tun wir auch manchmal, in Härtefällen mit unserem Personal aushelfen, sowohl telefonisch als auch manchmal persönlich, dass wir unsere Sprachmittlung zur Begleitung mitschicken. Dennoch ist es ein schwieriges Thema, weil auch die Sprachmittlung insgesamt häufig in der Kassenleistung nicht inklusive ist und dadurch die Anschlussversorgung, selbst wenn die Menschen krankenversichert sind, nicht so gut funktioniert, wie sie es vielleicht gewohnt sind. Wir stellen auch fest, dass die Menschen, wir haben, wie Sie ja wissen, überwiegend ukrainische Geflüchtete bei uns, auch Asylbegehrende, ein bisschen andere Umstände gewöhnt sind. Sie erwarten, dass eine Leistung in einem Krankenhaus erbracht wird, weil das in ihren Ländern üblicherweise so gemacht wird. Und wenn wir dann in Arztpraxen verweisen, wundert man sich und denkt, das ist nur zweite Klasse in der Art und Weise. Da müssen wir sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Das gelingt auch, kostet aber auch sehr viel Zeit und wird auch manchmal missverstanden. Wir haben zudem die Erfahrung, dass die Menschen sonst das gewohnt sind, dass man für alles bezahlen muss und deshalb auch eher so zurückhaltend sind. Und selbst wenn sie krankenversichert sind, haben sie das Gefühl, dass man nicht die richtige Leistung bekommt, weil man nicht bezahlt. Also auch da müssen wir sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, dass man bei uns in Deutschland mit einer Krankenkassenkarte eine volle Leistung bekommt, egal ob man bezahlt oder nicht. Wir alle kennen die Einschränkungen natürlich aus unserem Privatleben, aber dennoch ist es so, dass zum Beispiel eine Krebsbehandlung nicht davon abhängt, ob man dafür selber bezahlt oder nicht, ist häufig sehr intensiv zu erklären nochmal im Nachgang. Also von daher haben wir da viel Bedarf und werden da sehr viel auch gefordert, da nochmal nachzubessern und auch aufzuklären, sowohl über unseren Sozialdienst als auch eben über die Arztpraxis bzw. MedPoint. Insgesamt von den Erkrankungen können wir allgemein bestätigen, dass es altersentsprechende Krankheiten sind. Wir haben Atemwegsinfekte in der Saison, wie es auch sonst üblich ist. Wir haben Bluthochdruck, Diabetes. Es gibt selbstverständlich auch Fälle von chronischen Erkrankungen, die darüber hinausgehen. HIV-Positive haben wir auch bei uns in Tegel. Wir verweisen dort an Beratungsstellen, auch an Fachärzte. Eine Rückmeldung, wie Sie sie gerade beschrieben haben, kann ich nicht bestätigen. Ich würde sagen, ungefähr 25 bis 30 psychisch erkrankte Personen bei uns, die dringend eine andere Art der Unterbringung benötigen würden. Die wurden bis jetzt noch so ein bisschen ausgelassen. Das liegt uns auch sehr am Herzen, die wir versuchen, so gut wie möglich zu betreuen. Dennoch wäre da eine andere Art der Unterbringung dringend notwendig. Das muss ich in aller Deutlichkeit sagen, weil das wirklich sowohl für die Menschen selbst als auch für alle anderen dort eine große Herausforderung darstellt, diese Menschen angemessen zu versorgen. An chronischen Erkrankungen bei uns an erster Stelle steht die Alkoholerkrankung. Sonstige Suchterkrankungen haben wir nicht so stark in Tegel. Da würde ich an zweiter Stelle bei uns die psychisch Erkrankten einmal so aufzählen wollen. Wir haben ein gutes Verhältnis zum LAF und einen direkten Zugang. Dennoch ist es so, dass wir auch bestätigen können, dass die Kostenübernahmen des LAFs, die bei uns sehr schnell und unkompliziert ausgestellt werden können, häufig zu Schwierigkeiten führen und auch zu Diskussionen, wo wir versuchen, über auch unseren MedPoint und unser Personal auch mit Sprachmittlung und so weiter dort auszuhelfen und auszugleichen, dass die Menschen dann auch entsprechend versorgt werden, wenn sie noch keine Krankenversicherung haben. Ansonsten, ich kann es nicht ignorieren, ich weiß, die Frage kommt garantiert, es ist korrekt, wir haben einen Masernausbruch. Am Freitagabend gab es den ersten Masernverdacht, der sich dann in der Nacht bestätigt hat. Wir impfen seitdem und haben auch eine relativ gute Quote erreicht, die Zusammenarbeit mit der Behörde, mit dem Gesundheitsamt und auch allen medizinisch verfügbaren oder sagen wir, mit allen Apotheken, die uns Impfstoff liefern konnten, war hervorragend. Vielen Dank an das tolle Team von allen
allen Beteiligten, muss ich an der Stelle sagen, dass ich hier heute so sitzen kann, liegt auch an den Menschen, die da jetzt sehr, sehr schnell sehr gut gehandelt haben. Ansonsten würde ich auch noch lieber im Ankunftszentrum sein und mich dort kümmern. Wir sind jetzt sehr weit vorangekommen und hoffen sehr, dass wir jetzt durch die schnelle Maßnahme das Geschehen eingedämmt haben und dass wir jetzt keine weiteren Fälle haben, die aufkommen werden. Und wir arbeiten auch bereits jetzt schon gemeinsam mit der Senatsverwaltung und mit dem LAF an einem System für eine regelmäßige, für eine ordentliche Erstuntersuchung und auch für ein systematisches Impfangebot. Das ist mir auch sehr wichtig, nochmal zu sagen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Tümmler. Von uns allen auch viel Erfolg bei der Bekämpfung dieses Masernproblems und allen, die betroffen sind, viel Kraft und gute Genesung natürlich. Dann haben wir folgende Wortmeldung hier schon aufgeschrieben, Herr Özdemir, Herr Omar und Frau Schubert. In der Reihenfolge starten wir, Herr Özdemir hat das Wort. Danke, Frau Vorsitzende. Vielen, vielen Dank erstmal für all Ihre Beiträge und dass Sie heute hier sind. Uns ist allen sehr bewusst, was tagtäglich auch von Ihnen allen vielen geleistet wird. Viele von Ihnen kennen wir ja als Fachsprecherinnen, Fachsprecher. Da also erstmal danke im Namen meiner Fraktion. Mich würde noch mal eine Sache interessieren. Ich beschäftige mich jetzt seit einigen Tagen mit der Situation in Tempelhof-Schöneberg, mit dem Sozialamt. Da gibt es ja auch einige Fälle, die jetzt vor Gericht gelandet sind, Sozialgericht gelandet sind. Ich glaube, zwei Fälle wurden sogar schon im Sinne der Klagenden beschieden. Gab es hier irgendwelche Untätigkeitsanzeigen oder sowas in der Art, wo sozusagen nochmal dargestellt werden musste, was die konkreten Probleme sind und die Herausforderungen sind? Und was ist eigentlich die Alternative dazu, wenn ein Sozialamt, also ich frage Sie jetzt mal, vielleicht wissen Sie das, ja, also nicht, dass Sie es wissen müssten, aber das werde ich nochmal rausfinden. Was ist denn die Alternative, wenn man sagt, wir haben hier so eine Art Eingangsstopp oder sowas in der Art? Ja? So ist ja nicht so, dass man sich das aussuchen kann, in welchem Bezirksamt man sowas beantragt. Können Sie uns da vielleicht noch ein paar mehr Informationen geben? Und betreffen diese Fälle viele Fälle aus dem Hangar in Tempelhof. Herr Omar, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von mir und meiner Fraktion vielen Dank an die Anzuhörenden für die Ausführungen und den tiefen Blick auch in diese Problemlage. Meine Fragen würde ich so an die Anzuhörenden nach der Reihenfolge, wie Sie gesprochen haben, auch stellen. An Frau Zwingra die Frage, Sie sind eigentlich als Clearingstelle zuständig für die Menschen, die keinen Zugang zum Gesundheitssystem haben, also keinen Anspruch auf gesundheitliche Versorgung haben. Dennoch, bei meinem Besuch von 2022 und dem Austausch mit Ihren Kolleginnen haben Sie mitgeteilt und heute nochmal wiederholt auch, dass Sie auch sogar Menschen aufnehmen, die eigentlich in Regelstrukturen den Zugang haben, aber aus bürokratischen Gründen dies nicht haben und nach den Kapazitäten und den finanziellen Mitteln, die Sie haben, eigentlich dann diesen Zugang zur medizinischen Versorgung ermöglichen. Aber irgendwann mal kommen Sie an den Punkt, wo Sie sagen, wir können nicht mehr aufnehmen, weil wir haben vor allem mit vielen Menschen mit chronischen Krankheiten zu tun. Die Kosten sind auch, wurden mir von Ihren Kolleginnen damals auch aufgezeigt. Das sind wirklich Beträge, wenn es um Krebsbehandlungen oder sonstige Krankheiten handelt, die fünfstellig teilweise sind. Und deswegen können Sie nicht alle aufnehmen. Können Sie uns sagen, wie viele pro Jahr von oder was sagt Ihre Statistik generell zu der Zahl der Menschen, die Ihre Unterstützung aufsuchen und die Sie ablehnen müssen, weil Sie nicht über die finanziellen Mittel verfügen und auch diejenigen, die Sie trotz Zugang zum Gesundheitssystem aufnehmen, obwohl Sie nicht in Ihrer Zuständigkeit wären. Und dann daran gebunden auch die Frage und die Anregung auch von Frau Barnikel, auch vom Flüchtlingsrat, ob Sie auch in der Lage wären, wenn der Senat sich bereit erklären würde, so einen Weg zu gehen, dass man auch für diejenigen, die jetzt Zugang zum Regelsystem Anspruch darauf haben, aber nicht haben,
aus unterschiedlichen Gründen, dass sie auch diese Arbeit leisten, durch Förderung, durch Zuwendung und so weiter. Die Frage auch an Herrn Büttner, Sie haben Medipoints in den Gemeinschaftsunterkünften angesprochen. Wissen Sie, in wie vielen Unterkünften gibt es diese Medipoints und können Sie uns bewerten, wie die Situation in Tegel ist? In Tegel sind über 5.000, 6.000 Menschen mittlerweile untergebracht. Also das sind mehrere Gemeinschaftsunterkünfte, wenn man zählt, zusammen. Sie waren auch mehrfach als BNS dort vor Ort. Können Sie uns bewerten, gibt es da ausreichende medizinische Basis, medizinische Versorgung, so wie Frau Tümmler gerade eben beschrieben hat? Und halten Sie das angesichts der Unterbringungslage dort für ausreichend? Oder gibt es da Verbesserungsvorschläge, die man jetzt tun kann? An Frau Barnikel, danke für Ihren Appell und auch für die Schilderung, auch dass es beim Asylbewerberleistungsgesetz sich um eine diskriminierende Gesetzlage handelt. Dazu kommen noch leider immer noch weitere Verschärfungen, wenn wir über die Bezahlkarte und so weiter sprechen. Aber dennoch die Frage, Sie haben gesagt, es gibt Informations- und Beratungslücken. Und Sie haben auch anhand eines Beispiels auch sehr verdeutlicht, wohin das führen kann im schlimmsten Fall, im Worst-Case-Szenario. Können Sie uns sagen, welche Ideen jetzt der Flüchtlingsrat für die Schließung dieser Informations- und Beratungslücken hat, für Menschen, die Anspruch haben auf eine medizinische Versorgung, aber in unserem System durch die zu vielen bürokratischen Hürden leider nicht an ihren Anspruch kommen. Haben Sie da konkrete Vorstellungen und können Sie auch dem Senat mitgeben, wo man anfangen kann, damit das auch schnell erfolgen kann? An Frau Tümmler, Sie haben auch über die Infektion jetzt am vergangenen Wochenende gesprochen. Nun ist die Situation so, dass wir seit Corona-Zeit, also seit dem März 2020, ein Gesetz haben, das in Kraft getreten ist, Infektionsschutzgesetz. Die Frage ist, Tegel als eine Unterkunft wird nicht seit letztem Wochenende betrieben, sondern seit mittlerweile anderthalb Jahren. Und die Frage ist, warum haben Sie bislang keinen strukturierten Impfprozess in Tegel organisiert haben? Warum müssen wir immer hinterherlaufen und was ist Ihr Plan für weitere Infektionskrankheiten? Also Masern ist eine Infektion. Was tun Sie, also was sind die Gründe, dass Sie bislang nicht getan haben, einen strukturierten Prozess, damit diese Menschen, die dort untergebracht sind, auch geimpft werden rechtzeitig, bevor so eine Infektion ausbricht? Und können Sie noch mal Zahlen nennen, wie viele sind betroffen, wie viele sind mittlerweile krank und wie viele wurden mittlerweile geimpft und wie viele sind noch nicht geimpft und gibt es Verweigerung auch? Also gibt es Menschen, die dagegen sind oder ist das eher ein Kapazitätenproblem, dass sie nicht alle auf einmal dann impfen können? Die letzte Frage richtet sich auch an Sie und zwar, wie viele Fachärztinnen oder Ärztinnen insgesamt sind in welchen Schichten dort vorhanden? Also es gibt einen Medipoint seit einigen Monaten in Tegel, aber können Sie uns bestätigen oder können Sie korrigieren auch gleich, seit wann das gibt? Sind das Ärztinnen, die auch Überweisungen schreiben können und in welchen Turnus sind Sie da vor Ort? Also gibt es wirklich Ärztinnen und Ärzte, die dort Menschen behandeln oder sind das nur Fachpersonal, das medizinisches Fachpersonal, aber nicht Ärztinnen und Ärzte? Weil es gibt auch einige Berichte darüber, dass teilweise in tagsüber auch keine Ärztinnen da sind. Die letzte Frage von mir richtet sich an den Senat. Und zwar, wir haben jetzt mehrfach mitbekommen, dass diese vorläufige, die Bezeichnung ist vorläufige Betreuungsbescheinigung, trotz der Vereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung zu vielen strukturellen Problemen führt, weil die Arztpraxen, wenn sie das abrechnen, dann zeitaufwendig ist und auch kostenspielig ist und deswegen ablehnen. Was tun Sie konkret, um dieses Problem zu beheben? Also einige Ärztinnen haben mir gesagt, dass
was helfen könnte, ist, wenn die Versicherten auch eine Nummer bekommen, auch ohne die medizinische Karte, die Versorgungskarte. Arbeiten Sie daran, dass mit dieser Bescheinigung, vorläufiger Betreuungsbescheinigung, auch eine Versicherungsnummer zumindest erstellt wird? Und stimmt, dass das Problem ist mit AOK, weil AOK überlastet ist und der Vorschlag einiger ÄrztInnen wäre, dass man auch andere Krankenkassen mit einbezieht, beziehungsweise so verteilt, damit die Erstellung dieser Versicherungsnummer und Betreuungsbescheinigung mit der Versicherungsnummer dann zeitnah erfolgt und nicht eher nach mehreren Wochen und Monaten. Wir haben auch heute sehr eindrucksvoll mitbekommen, dass wenn man einige Krankheiten nicht rechtzeitig behandelt, dazu führt, dass die Folgekosten enorm sind. Also auch das muss ein Anreiz sein dafür, neben den humanitären Punkten, die jetzt auch heute genannt wurden. Vielen Dank. Frau Schubert, Sie haben das Wort, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch im Namen meiner Fraktion vielen Dank für die Beiträge und für die Arbeit, die Sie tagtäglich leisten und die für geflüchtete Menschen, glaube ich, lebenswichtig ist. Es ist jetzt schon viel gefragt worden, deswegen versuche ich mich jetzt etwas kürzer zu fassen. Mich würde jetzt noch mal interessieren, welche Rolle die Sprachmittlung beim Zugang zur ärztlichen Versorgung spielt, inwieweit gerade in Richtung Frau Thümner und Frau Zürner Sie da auch entsprechend ausgestattet sind, inwieweit Sprachmittlung auch kurzfristig organisiert werden kann oder per Online-Videoformate zugeschaltet wird, weil natürlich man da ja auch eine gewisse Fachkenntnis braucht. Also wenn Schmerzzustände oder Gemütszustände beschrieben werden, das muss ja übersetzt werden. Das ist ja eine komplizierte Angelegenheit. Das wäre meine eine Frage. Generell auch die Frage, welche Zugänge werden eröffnet zu Beratung und Unterstützung? Also es gab jetzt das eine Beispiel der Gehörlosen. Ich war noch gar nicht so lange her, dass ich bei einem Projekt war, was gezielt sich an gehörlose Geflüchtete wendet. Das ist, glaube ich, das Einzige in Berlin. Wir haben aber deutlich mehr gehörlose Menschen. Das heißt, die Frage, wie kriegen Sie eigentlich einen Zugang? Je nachdem, Menschen mit Behinderung, Geflüchtete mit Behinderung, wie kriegen Sie einen Zugang zu den Systemen? Welche Unterstützung gibt es da? Wir können hier auf Landesebene nicht das Asylbewerberleistungsgesetz ändern, auch wenn ich das gerne würde, weil ich es in höchstem Maße diskriminierend halte und auch diesen Zugang nur zu notfallmedizinischen Maßnahmen für eine zutiefst kurzsichtige und rassistische Veranstaltung. Aber ich wüsste gerne, ob Sie Erkenntnisse haben oder auch Beispiele, wozu das führt, wenn es nur eine notfallmedizinische Versorgung gibt. Also viele Krankheiten könnten vermieden oder zumindest schlimme Ausbrüche könnten vermieden werden, wenn frühzeitig behandelt wird, auch wenn noch kein direkter medizinischer Notfall eingetreten ist. Und das wäre, glaube ich, wichtig, da auch noch mal Beispiele zu haben, um da möglicherweise Öffnungen im System hinzubekommen. Ja. Also dann in die Richtung geht auch meine letzte Frage, welche Schutzlücken sehen Sie? Also die Frage der Versicherungskarten, dass sie je nach Leistungsträger entzogen und wieder zugeteilt werden, das ist in der Tat eine absurde Situation. Das habe ich verstanden. Aber gibt es weitere Schutzlücken, die auch auf Landesebene zu schließen wären, um eine bessere Versorgung und auch präventiv eine bessere Versorgung hinzubekommen? Gut, weitere Wortmeldungen habe ich hier nicht vorzulegen. Dann würde ich der Senatsverwaltung die Möglichkeit geben, zunächst zu reagieren. Ach so, Herr Omar, Sie wollen noch... Ein Punkt ist mir untergegangen. Darf ich das noch mal hinzufügen? Wenn das jetzt nicht eine Überlänge hat? Nein, das ist ein sehr kurzer Punkt an die Senatorin auch, weil die Frage mit der Sprachmittlung war auch Thema. Und zwar, wir haben im Land Berlin einen Träger, das heißt Sprint, also Sprachmittlung und Integration. Und die sind eigentlich darauf spezialisiert, auch medizinische Dolmetschung zu gewährleisten. Nun, dieser Träger hat durch die Verstärkungsmittel
im alten Haushalt auch mehr Verstärkungsmittel erhalten, damit er auch diese Nachfrage nachgeht. Jetzt sind diese Verstärkungsmittel durch die pauschalen Minderausgaben, diese Vorgabe leider, können die nicht mehr erfolgen. Also wir hätten hier einen Träger, der in der Lage wäre, auch die medizinische Dolmetschung zu gewährleisten. Sie wären in der Lage, auch die Kapazitäten zu erhöhen, aber sie brauchen Verstärkungsmittel bzw. diese Kürzungen wegzunehmen. Herr Omar, damit Sie, ich glaube, die Frage ist hier angekommen. Genau. Wenn ich da mal eingreifen darf. Haben Sie das auf dem Schirm? Oder ich will das nur wegen der Zeit ein bisschen effektiv hier machen. Danke. Dann reagiert auch die Senatorin gleich. Genau, ich antworte auch kurz und würde dann an die Fachebenen hier weitergeben. Die Gesundheitsverwaltung ist ja auch vertreten. Und meine Fachebene auch mit Herrn Zinn. Ich weiß nicht, woher diese Information stammt, Herr Omar, aber sie stimmt so nicht. Es ist richtig, also bei mir nicht. Zuerst hat jetzt die Senatorin das Wort und dann schauen wir mal weiter. Genau, ich wollte auch zu einem Punkt, zu dem Masernfall, weil mich natürlich auch diese Frage beschäftigt hat, warum gab es kein Impfschutz, Impfangebot dort. Und das hängt, so wie mir übermittelt wurde, damit zusammen, dass Tegel in seiner Konstruktion keine Unterkunft ist, sondern ein Verteilzentrum ist. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die ukrainischen Geflüchteten natürlich unter einen anderen Schutzstatus fallen. Im Asylbewerberleistungsgesetz das Ganze ja auch geregelt ist. Und das sind die Unterschiede. Erklärungen, die ich dazu habe. Aber Frau Tümmler hat ja auch erklärt, dass jetzt ein Impfangebot auch gemacht wird und viele sich auch haben impfen lassen. So. Dann darf ich noch bei der City Berlin Card haben wir einen Gutachten in Auftrag gegeben. Das erwarten wir aber erst für die zweite Jahreshälfte diesen Jahres. Also bleiben wir an diesem Thema dran. Dann hat Herr Landero, der Staatssekretär Landero, erstmal das Wort. Ich glaube, Herr Omar hat sich bezogen auf die Mittel, die aus dem Lenkungsgremium kommen, wo ja erstmal eine Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Finanzen erfolgen musste. Das ist, glaube ich, die Beschlussvorlage soweit fertig. Am 16. April ist meiner Info nach auch der Termin, wo sich dann die Verwaltung und die Ansprechpersonen treffen und das dann hoffentlich dann halt auch beschließen und uns dann auch in die SDK zur Kenntnis geben. Also mit anderen Worten, da ist jetzt Bewegung drin. Das Problem, sage ich mal ganz technisch, warum erst im April, ist halt einfach, dass der Haushalt tatsächlich erst im Dezember beschlossen wurde. Wir waren alle dabei. Dann braucht es noch eine Abstimmungsrunde mit der Senatsverwaltung für Finanzen. Dann gab es ein geübtes Verfahren, dass Bezirke und alle Verwaltungen abgefragt wurden. Und wir haben wirklich so schnell gemacht, wie wir konnten. Wurden dafür auch ein bisschen kritisiert von einzelnen Bezirken, gehört zur Transparenz auch dazu, dass es so schnell ging, aber haben jetzt, sage ich mal, einen Beschlussvorschlag oder eine Entwurfsfassung, die wir dann auch hoffentlich mit allen Senatsverwaltungen und den Bezirken dann auch final abstimmen können und dann auch hoffentlich, eigentlich meine Erwartung wäre schon im April, noch scharf stellen können. Jetzt. Wollen wir sofort fahren, dass Herr Zinn erstmal noch rankommt und dann geht es in die andere Verwaltung. Danke. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. In Ergänzung auf die direkt an den Senat gerichteten Fragen. Der Abgeordnete Omar fragte konkret zu der vorläufigen Anmeldebescheinigung im Prozess, im Verfahren zur Anmeldung und Ausstellung der elektronischen Gesundheitskarte. Vorneweg, wir haben nächste Woche mit unseren vier Vertragskrankenkassen einen Termin, um unter anderem auch genau das zusätzlich zu erörtern. Bisher ist es so, dass die Anmeldebescheinigung, genauso wie Sie sagen, keine betreuten Nummer enthält und sie automatisch aus Open Prosoz generiert wird und den Hilfeempfangenden schlichtweg nur die Bestätigung zur Anmeldung gegeben wird. Und
Unsere Annahme gegenwärtig ist, dass das unter anderem von den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten nicht anerkannt wird, weil die betreute Nummer nicht drauf ist und damit die Sicherheit der Gegenleistung aufgrund unseres Vertrages offen bleibt. Strukturell steckt dahinter ein ganz praktisch, und ich kann das ja auch offen beschreiben, Problem, dass wir eben dieses analoge Antragsverfahren haben und im Leistungssachgebiet regelmäßig das erforderliche Foto für die EGK nicht zur Verfügung steht und die Hilfeempfangenden von uns sprichwörtlich gebeten werden, eben in den Geschäftsstellen der Krankenkassen vorzusprechen, um dort das Foto nachzureichen. Und jetzt müssen Sie sich lebenspraktisch vorstellen, wie viel Zeit dort, ich kann es nicht bemessen konkret, verloren geht, bis der analog zugeleitete Antrag und das später nachgegebene Foto zusammenpassen. Und solange Foto und Anmeldung nicht zusammen sind, gibt es de facto keine betreute Nummer. Weil der Antrag erst vollständig wird, weil so haben die Krankenkassen das mit uns vereinbart, wenn das Foto dabei ist. Und das ist sozusagen das strukturelle Problem. Dafür stellt das LRF kurzfristig bis die Digitalisierung erfolgreich hergestellt wurde oder wiederhergestellt wurde, zusätzlich Fotoautomaten in der Darwinstraße und im A-Kurz auf, damit wir kurzfristig genau dieses Time-Lag verkürzen. Und mit den Krankenkassen beziehungsweise auch mit der KV erläutern wir noch einmal zusätzlich, wie es uns gelingt, die Mitglieder der KV, also die niedergelassenen Ärzte und Ärzte, in die Akzeptanz dieser vorläufigen Anmeldebescheinigung zu geben. Sie ist auch nicht vergleichbar mit einer echten behördlichen Kostenübernahmeerklärung. Ja, das ist sozusagen die Herausforderung. Nächste Woche der Termin mit den Krankenkassen, Nachqualifizierung, was können wir tun, um im nächsten Schritt das im Übergang zu erreichen, Fotoautomaten, Digitalisierung, Anmeldeprozess. Der Anmeldeprozess, Herr Thoma hat es vorhin schon gesagt, die Digitalisierung der Schnittstelle, die wir schon einmal hatten, ist antizipiert zum Ende des dritten Quartals. Sie wird kurzfristig mit dem Bundesland Bremen und der Stadt Erfurt in die Erprobung gebracht. Wir sind leider noch nicht so weit, weil uns noch eine technische Voraussetzung fehlt, die wir aber hoffentlich kurzfristig mit dem ITDZ lösen. Zur Frage Überlastung der Krankenkassen, dazu kann ich schlichtweg nichts sagen. Lebensweltlich würde ich davon ausgehen, dass es möglicherweise im Bereich von Staat und Verwaltung und aller Körperschaften, Anstalten sicherlich ein Maß an Belastung und Arbeitsumfang ist, die möglicherweise auch zu Prozessverzögerungen führen. Kann ich Ihnen aber nicht konkret beantworten. Die Rolle der Sprachmittlung war indirekt auch an Frau Senatorin bitte an den Senat gerichtet. Auch das betrachten wir als einen wesentlichen Punkt, weil das sozusagen erforderliche Lotsenfunktionen nochmal mit ergänzt und Orientierung in unserem System. Und es ist richtig, die Gesundheitsverwaltung hat dazu das Projekt Sprint vor langer Zeit ins Leben gerufen mit der entsprechenden Ausstattung. Ganz konkret zu der Untersetzung des Projektes Sprint, gegebenenfalls Herr von Dewitz ergänzend. Es war ursprünglich auch nie dafür gedacht, um unsere Hilfeempfangenden im System zu begleiten. Sie tun es aber, ich glaube, Sie sagten mir vorhin, nahezu 50% der Sprachmittlungsabrufe über Sprint kommen regelmäßig aus dem Kreis der Asylbewerberleistungshilfeempfangenden. Genau, und auch hier sind wir im direkten Austausch seitens Sozialverwaltung mit der Gesundheitsverwaltung. Wie gelingt es uns auch mit Haushaltsmitteln aus dem Einzelplan 11, das Projekt Sprint im Einzelplan 9 gegebenenfalls zusätzlich zu unterstützen. Genau, das zu den Fragen, die direkt an den Senat zunächst gestellt wurden. Dann darf ich das Wort an Herrn Dr. von Dewitz von der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege weitergeben. Bitte. Ja, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank. Ich kann eigentlich nur ein bisschen noch ergänzen an den einen oder anderen Stellen bzw. präzisieren. Sprint ist in der Förderung, das ist klar. Es ist so, dass wir allerdings roundabout 50% der Anfragen durch Sprint abdecken können.
Ja, also so rum ist das zu verstehen. Und Sprint ist eigentlich im Grunde dafür da gewesen und ursprünglich dafür da gewesen und ist es weiterhin. Und das ist auch der Schwerpunkt im öffentlichen Gesundheitsdienst oder eben halt dort in diesem Gesundheitsbereich die Sprachmittlung sicherzustellen, damit eben halt auch der öffentliche Gesundheitsdienst überhaupt arbeiten kann, seine Leistungen eben halt oder seine Angebote, die er zu erbringen hat, eben dann auch erbringen kann. Und zusätzlich macht Sprint aber natürlich auch zu einem größeren Anteil dann auch eine Sprachmittlung für geflüchtete Menschen hier in Zusammenarbeit eben halt mit LAF und den Unterkünften. Wir hoffen, dass das ausgebaut werden kann, das Angebot mit den Verstärkungsmitteln. Und insofern haben wir da, glaube ich, eine Struktur, auf der man gut aufbauen kann und die man, wenn man sie verstärkt, dann auch suffizient ist, um im Gesundheitsbereich da gut arbeiten zu können. Ich will noch mal zu der Frage der Regelversorgung was sagen und da beziehe ich mich jetzt erstmal auf die ambulante vertragsärztliche Versorgung. Es ist ja so, dass über den Paragraphen 264 ein Vertrag geschlossen wurde zwischen dem Land und 4 Krankenkassen und wahrgenommen oder erbracht werden die Leistungen dann durch die zugelassenen Leistungserbringer und ich habe mir das hier noch mal rausgesucht. Also für die Hausärzte in diesem Planungsbereich haben wir eine Versorgung von 114% in dem Planungsbereich, der sozusagen hier beide Unterkünfte betrifft. Das ist sozusagen der Planungsbereich, der sowohl in Reinickend als auch in Tempelhof der Planungsbereich für die Hausärzte ist. Für die Kinderärzte ist ja der Planungsbereich auch aufgeteilt worden, nochmal zusätzlich. Da sind es praktisch 2 Planungsbereiche und in dem Tempelhof-Schöneberg-Planungsbereich, also zu dem Tempelhof-Schöneberg gehört, sind es 120% Versorgungsgrad für die Kinder- und Jugendärzte und in dem für Spandau-Reinickendorf, das ist also ein gesonderter Planungsbereich für Kinder- und Jugendärzte, ist er bei 91,1% und weil er eben dort nicht 110% ist, hat man dort 9 Versorgungsaufträge auch ausgeschrieben. Ja, also im November letzten Jahres hat der Landesausschuss beschlossen, 9 Versorgungsaufträge, volle Versorgungsaufträge eben halt auszuschreiben, die jetzt hoffentlich dann auch sukzessive besetzt werden können. Jetzt beziehe ich mich auf Kinder- und Jugendärzte im Spandau-Reinickendorfer Planungsbereich. Also nur, dass Sie sehen, wir haben also hier weder eine Unterversorgung oder eine drohende Unterversorgung oder so, das ist sozusagen jedenfalls rechnerisch nicht nachweisbar. Und zusätzlich vielleicht noch dazu ist auch zu bedenken, dass nach der Bedarfsplanungsrichtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses, nachdem ja auch die Bedarfsplanung und Versorgungssteuerung vorzunehmen ist, es den Versicherten zumutbar ist, in einem Umfeld von 20 Pkw-Minuten, das ist natürlich eine theoretische Größe, vom Wohnort aus eben einen Hausarzt aufzusuchen und 30 Pkw-Minuten vom Wohnort aus eben halt einen Kinder- und Jugendarzt aufzusuchen, sodass also sozusagen die Bitte? Ist die Wollen wir erst mal zu Ende zuhören? Ich habe die Wortmeldung hier registriert. Es eben nicht erwartet werden kann, dass im unmittelbaren Umfeld sozusagen des Wohnortes eben tatsächlich dann auch ein Kinder- oder Jugendmediziner bzw. Hausarzt, wie man das vielleicht sich wünschen mag, tatsächlich vorhanden ist, sondern diese Abstände sozusagen vom Wohnort werden für zumutbar erachtet. Ja, also das nur noch mal meinerseits. Vielleicht noch der letzte Punkt, der auch angesprochen wurde, die stationäre Versorgung. Da ist es eben so, dass viele Menschen dann eben, die stationär versorgt sind, werden akut im Krankenhaus landen, ohne vorher bei der Klinikstelle noch aufschlagen zu können und möglicherweise auch eine Kostenübernahme erzielen zu können und die Kosten meist den Krankenhäusern dann sozusagen am Ende zur Last fallen, weil sie keine Kostenerstattung erreichen über die Sozialämter bzw. über das LAF aufgrund der sehr hohen Hürden, die der Bundesgesetzgeber dafür aufgestellt hat. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt die Wortmeldung von Frau Schmidt zulassen, die noch eine Frage, glaube ich, hatte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich höre ja immer so 120 und 140% der Erfüllung von Ärzten. Also ich kann nur von Lichtenberg sprechen. Wir haben in Hohenschönhausen 60.000 Bewohner.
Da gibt es einen einzigen Kinderarzt, der kann ja in einem Flüchtlingsheim, wir haben schon 6 dort, die kann er ja nicht mehr abdecken. Der hat Zettel in seinem Zimmer zu liegen in allen Sprachen, wo sie sich mit ihren Kinderkrankheiten, mit ihren Kindern überhaupt aufhalten können. Und wir kriegen jetzt 4 weitere Flüchtlingsheime dazu. Also da ist nicht mal ansatzweise eine 140-prozentige Erdeckungssumme. Ich finde es gut, dass es da so Bezirke gibt oder vielleicht Stellen in Berlin gibt, aber ist es wirklich in der Nähe von Tegel, ist es so, dass da wirklich die Flüchtlinge und die Menschen losrennen können und können sagen, also lieber Arzt, jetzt nehmen Sie mich sofort dran. Ich weiß, dass es in Hohenschönhausen so schlimm ist, dass Sie zur Salus-Klinik fahren und die Unfallklinik so überzogen ist, also so mit Menschen voll ist, dass wirklich geguckt wird draußen schon, wer verblutet schwer und wer verblutet weniger schwer. Also ich denke, mit der Erfüllung mit den Ärzten haben wir in ganz Berlin echt ein Problem. Ich rede jetzt nicht von Dahlem oder von Zehlendorf. Da werden wahrscheinlich mehr Hausärzte, mehr Ärzte unterwegs sein. Aber ich sage mal so, wir haben ja noch mehr Stellen in Berlin. Und nun weiß ich aber nicht, ob der Tegel vielleicht genauso ist wie bei mir in Hohenschönhausen, wo es ja nicht mehr möglich ist, die Menschen sofort zu betreuen. Da habe ich einfach nochmal eine Frage an Sie vor allem. Ist das wirklich überall in Berlin so oder sind das nur bestimmte Bezirke? Und da ist mir eingefallen, das Kind, 20 Minuten Auto, Fahrminuten, 30. Kinder 30. 30. Das ist dann auch für Bus und Bahn oder sowas. Weil ich komme ja, also ich habe nicht viel Flüchtlinge erlebt, die hier mit Auto herkommen. Also wie gesagt, kann ja möglich sein, dass wir das abändern. Aber ist das wirklich überall so abgedeckt? Vielen Dank. Dann bekommt Herr Dr. von Dewitz das Wort zur Beantwortung. Danke. Ja, erstmal zu den Pkw-Minuten. Das sind theoretische Größen, habe ich auch gesagt. Es ist jetzt nicht sozusagen, wird erwartet, dass jeder einen Pkw hat und mit dem Pkw durch die Gegend fährt, sondern es ist nur sozusagen die theoretische durchschnittliche Fahrzeit, die man hat. Und das wird als Umkreis gebildet um den Wohnort. Und dann wird geguckt, wie viele Ärzte sozusagen oder sind in diesem Umkreis eben halt erreichbar aus den genannten Arztgruppen. Über Lichtenberg oder Marzahn-Hellersdorf habe ich jetzt in dem Fall gar nicht gesprochen, sondern über den anderen Planungsbereich, in dem die hier gegenständlichen Ankunftszentrum in Reinickendorf liegt, das andere in Tempelhof-Schöneberg, also der Tempelhofer Flughafen als Standort. Denn der hausärztliche Planungsbereich wurde schon 2020 aufgeteilt in 3 Planungsbereiche. Und Planungsbereich 1 sind Spandau, Steglitz, Zehlendorf, Charlottenburg, Wilmersdorf, Reinickendorf, Pankow-Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof, Schöneberg und Neukölln. Und nur von diesem habe ich gesprochen, mit 114% sozusagen Hausärzteversorgungsgrad. Dann gibt es den Planungsbereich 2, Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Planungsbereich 3, Treptow-Köpenick. Und da haben wir tatsächlich deutlich schlechtere Versorgungsgrade sozusagen. Von daher, das korreliert so ein bisschen. Und da haben wir auch eigene Einrichtungen inzwischen seitens der KV. Da haben wir auch sehr viel mehr Hausarzt oder überhaupt Hausarztsitze ausgeschrieben, die aber eben nicht leider so frequent besetzt werden können, wie das vielleicht oder notwendig wäre. Ja. Und im kinderärztlichen Planungsbereich haben wir seit letzten Jahren eine Aufteilung in 4 Planungsbereiche. Das war vorher praktisch Berlin geweiht einer. Und hier haben wir eben halt Tempelhof-Schöneberg im Planungsbereich 1 recht gut aufgestellt, habe ich ja gesagt, mit roundabout 120%. Und Planungsbereich 4, Spandau-Reinickendorf, etwas schlechter, mit 91%, aber immer noch sozusagen einigermaßen in Ordnung. Aber da wurden eben diese 9 Sitze ausgeschrieben. So ist es zu verstehen. Danke. Vielen Dank für die Erläuterung. Jetzt kommen Sie, liebe Amtszuhörende, dran und Sie können auf die Fragen, die Sie für sich als Frage identifiziert haben und hoffentlich noch auf Ihrem Zettel und im Gedächtnis haben, dann antworten. Umgedrehte Reihenfolge oder wie hätten Sie es gerne? Oder die Reihenfolge wie eben? Gut, umgedreht, dann beginnt Frau Tümmler. Ja, und ich würde vielleicht für alle nochmal, damit alle so ein bisschen das Zeitmanagement im Blick haben, wenn wir vielleicht eine Viertelstunde verlängern, denke ich, sind wir im guten Zeitrahmen. Wir versuchen es. Frau Tümmler, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ganz wichtig ist mir zunächst zu betonen, dass wir selbstverständlich ärztliches Fachpersonal dort haben. Also studiert mit Diplom und allem, was man dafür benötigt. Mich begleitet heute Dr. Med. Daniel Herrmann, unser ärztlicher Koordinator und Leiter, der heute hier gegebenenfalls auch im Nachgang nochmal für Fragen zur Verfügung steht. Selbstverständlich Fachärzte.
Von aktuell, Moment, hatte ich eben gesagt, wir hatten gerade die Zeit nochmal geändert, von 9 bis 20.30 Uhr. Wir haben zu Beginn von 8 bis 22 Uhr die Praxiszeiten geöffnet. Es sind aktuell 2 Schichten. In der Vergangenheit haben wir mit einer Zwischenschicht gearbeitet. Der Bedarf besteht im Moment nicht. Deshalb haben wir die Zeiten etwas angepasst, da viele von den Ärztinnen und Ärzten zum Beispiel auch eine eigene Praxis haben und dort auch weiterhin ihre Versorgung sicherstellen müssen und der Bedarf bei uns tatsächlich nicht so hoch ist, dass aktuell, dass wir diese langen Öffnungszeiten benötigen und auch die Zwischenschicht im Moment nicht. Das liegt ein bisschen an der Erkältungssaison. Also das werden wir vermutlich im Herbst, wenn Atemwegsinfektionen wieder verstärkt werden, deutlich wieder anpassen. Die Möglichkeiten haben wir dankenswerterweise. Sie haben nach den Zahlen gefragt zum Thema Masern. Ich weiß nicht, ob Herr Zinn das vortragen möchte, aber ich glaube, das ist okay, wenn ich das jetzt mal eben tue. Ich glaube, wir sind genau einig. Dankeschön. Wir haben aktuell 10 infizierte Personen. Wir haben, muss ich meine Brille aufsetzen. Wir haben ansonsten, wir haben verschiedene Bereiche geschaffen. Wir haben einen Bereich für vulnerable Gruppen, sprich Schwangere oder Immunsupprimierte, bei denen der Status geprüft werden muss, weil wir dort nicht sofort impfen können. Dort klären wir täglich ab, entnehmen Blut und schauen dann sozusagen, ob entweder eine Infektion bestanden hat oder wie der Status ist. Davon haben wir, jedenfalls ist der Stand von heute 12 Uhr. Ich vermute, da gibt es schon wieder inzwischen Laborergebnisse. Da hatten wir, oh Gott, die Zahl fehlt mir hier als einziges, sehe ich gerade. Aber das waren vorhin 5? Ungefähr 5, Entschuldigung, die Zahl fehlt mir gerade. Wir haben eine Absonderung oder beziehungsweise tatsächlich eine Quarantäne eingerichtet. Sie fragt nach Impfverweigerern. Dort gibt es Menschen, die untergebracht worden sind, die ihren Impfnachweis noch anfordern oder auch sich nicht impfen lassen wollen. Es ist tatsächlich eine relativ geringe Anzahl im Verhältnis. Also wirklich Menschen, die sagen, sie wollen sich gar nicht impfen lassen, würde ich mal sagen, sind 4 oder 5. Aktueller Stand weiß ich nicht ganz genau. Es ist allerdings so, dass wir inzwischen an einem Punkt sind im Geschehen, dass wir vermutlich eine größere Quarantäne aussprechen müssen für die Menschen, die bis jetzt noch nicht geimpft wurden. Das sind circa 250 Personen, die anwesend sind in Tegel und dort regelmäßig ein- und ausgehen. Das liegt nicht daran, dass kein Impfangebot da war. Ich kann Ihnen sagen, wir haben seit Samstag 1.712 Menschen geimpft. Das Gesundheitsamt ist am Montag mit 30 Personen angetreten, war am Dienstag mit 30 Personen dort. Wir hatten am Dienstag, ich glaube, 8 oder 9 Ärztinnen und Ärzte, die geimpft haben. Wir haben an diesem Tag zum Beispiel am Dienstag 600 Impfungen gemacht, am Montag 487 Impfungen parallel dazu, also insgesamt am Montag 1.279 Personen entweder geklärt mit Impfstatus oder geimpft und am Dienstag 1.462 Personen. Also Sie sehen, wir haben da ordentlich aufgeholt. Da liegt es nicht daran, dass die Menschen kein Angebot bekommen haben oder nicht wollten oder nicht drankamen. Zur Not ist auch nochmal jemand schnell irgendwo hingegangen ans Pflegebett oder Ähnliches und hat das nochmal alles überprüft. Wir haben also jetzt, wie gesagt, noch so ca. 250 Personen, wo wir den Status klären müssen, die unter Umständen in eine Quarantäne müssen. Das klären wir gerade mit dem Gesundheitsamt, die das entsprechend dann anordnen würden. Ansonsten, glaube ich, waren das meine wichtigen Fragen. Wie gesagt, es gab noch die Frage nach dem Impfangebot, das wurde beantwortet. Wir sind dabei, das jetzt systematisch anzupassen und werden das in enger Abstimmung machen und gehe davon aus, dass wir das jetzt auch dann zeitnah machen werden und auch umsetzen werden und bei Anreise das unmittelbar anbieten werden. Es war bis jetzt so, dass wir immer unterstützt haben, wenn der Bedarf danach gemeldet wurde oder zum Beispiel auch bei den Schulkindern, seitdem es auch den Regelschulbetrieb gibt, auch bei der Impfung mit und unterstützt haben und zum Beispiel die Impfberatung übernommen haben. Wir haben da durchaus Erfahrungen eben, wie gesagt, auch durch die erfahrenen Ärztinnen und Ärzte. Überweisungen, Entschuldigung nochmal, ich mache schnell, aber Überweisungen fällt mir gerade noch ein, hatten Sie gefragt. Wenn Menschen eine Krankenversicherung haben, haben wir die Möglichkeit, über die Ärztinnen und Ärzte, die bei uns in der Praxis selbst einen Kassensitz haben, gegebenenfalls auszuhelfen. Wir selbst in Tegel sind aber kein Kassensitz. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Deshalb können wir auch nur über eine basismedizinische Versorgung sprechen. Wenn zwingend notwendige Medikamente benötigt werden, sind wir in der Lage, diese Medikamente sofort zu beschaffen. Die Kosten dafür trägt dann das LAF. Dafür haben wir eine sehr gute Vereinbarung und das funktioniert auch sofort. Wir werden von unserer Apotheke unmittelbar beliefert oder in Notfällen geht es auch schneller. Also das ist sichergestellt. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Tümmler, für diese Information.
und an alle Teams, die da fleißig impfen und alle Betroffenen, die das auch mit unterstützen und die Impfung annehmen, ein großes Dankeschön von unserem Ausschuss. Frau Nee, Herr Büttner müsste jetzt rankommen oder Frau Barnekel? Egal. Wie Sie, Frau Barnekel hat schon. Ich fange jetzt an. Ich habe das A als zweiten Buchstaben. Das privilegiert mich. Also, fangen wir mal schnell an. Herr Özdemir, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Ihre Frage nach, wie ist es denn so mit den Sozialämtern? Und ich kann Ihnen berichten, ich habe zeitweise noch in der Verfahrensberatungsstelle mitgearbeitet und meine Kolleginnen und Kolleginnen haben eigentlich zeitweise nicht anders mit den Ämtern kommuniziert, als ihnen Untätigkeitsklagen auf den Hals zu hetzen. Da unterscheiden sich LAF, Sozialämter und Lea nicht im Wesentlichen voneinander. Ich glaube, das ist innerhalb der Behörden auch bekannt. Häufig wird erst tätig geworden, wenn die Untätigkeitsklage angedroht wird. Das ist leider der Zustand. Und diese Zugangsstopp, das ist gut, dass Sie das thematisieren, weil das ja auch Neukölln zwischendurch mal gemacht hatte. Also das machen die Sozialämter immer mal wieder, auch die Jugendämter jetzt. Und das ist natürlich für die Personengruppe, über die wir hier gerade sprechen, eine total prekäre Situation, weil eben kein dauerhaftes Versicherungsverhältnis, Leistungsbezug geklärt ist, sondern dass dann vielleicht die Tage sind, in denen Menschen hier ankommen und in denen sie Hilfe dringend brauchen. Und ehrlicherweise sozialrechtlich verboten. Denn es gilt sozusagen, dass in Deutschland kein Mensch mittellos sein darf. Und es gilt auch, egal wo ich stehe und sage, ich bin mittellos, diese Behörde ist verpflichtet, den Bedarf zu ermitteln und die zuständige Behörde. Und ob ich jetzt vorm Abgeordnetenhaus stehe und sage, ich bin mittellos, oder ob ich beim Sozialamt stehe und beim LRF, eigentlich darf niemand weggeschickt werden. Nur schützen sich unsere Behörden leider mittlerweile durch Security-Personal und Pforte und alles. Und da kommt man schon gar nicht mehr durch. Sozialrechtlich verboten, weswegen es Anwälte gibt, die mittlerweile kaum was anderes mehr machen, als die Berliner Behörden zu verklagen oder ihnen Klagen anzudrohen. Genau, dann gehe ich weiter einfach jetzt so, wo ich mal angesprochen wurde oder mich angesprochen gefühlt habe. Nochmal für mich der Punkt, wenn Berlin sich davon befreien könnte, Menschen von A nach B zu schicken, und ich greife mal den Satz auf, rechnerisch passt das alles. Menschenleben sind selten rechnerisch passend, und so wie das hier gerade läuft und wie wir es von jeder Behörde mitkriegen, passt hinten und vorne rechnerisch irgendwie gar nichts mehr, auch wenn die Statistik das sagen würde. Deswegen ich nochmal wirklich darstellen möchte, die Bezahlkarte zeigt es und die Jobcenter zeigen es, wo ein politischer Wille ist, ist seltsamerweise ganz schnell ein Weg, und da braucht es auch keine Rechtsgutachten und da braucht es auch keine Fristen, und da kann das Verfassungsgericht Sachen sagen und zack, sind die umgesetzt. Wenn es aber darum geht, mal Dinge zu leisten und sich zum Beispiel an eine Behindertenrechtskonvention zu erinnern, die wir ratifiziert haben als Deutschland und wo wir mal abgemahnt wurden, dass wir ein bisschen hinterherhinken, dann leisten wir immer nicht so schnell. Und das ist die Gruppe zum Beispiel neben den psychisch Erkrankten, die Frau Tümmler angesprochen hat, die am wenigsten befähigt auch ist oder am meisten darin beschränkt wird, ihre Bedarfe geltend zu machen. Von Barrierefreiheit sind wir nämlich in unseren Behörden ja auch sehr, sehr weit entfernt. Von daher gibt es nicht nur Informationslücken, sondern es gibt eigentlich eine massive Nicht-Sensibilisiertheit innerhalb auch der Behörden, dort festzustellen, in welcher Form überhaupt Informationen zur Verfügung gestellt werden sollte. Das wäre meine Antwort auf die Fragen von Herrn Omar. Da würde ich also Herrn Landero noch mal ermuntern, mit seinem halben Öhrchen zuzuhören und festzustellen, dass seine Senatsverwaltung manche Dinge schneller ermöglichen kann als andere. Wir würden uns freuen, wenn auch in Leistungsrichtung da kreative Lösungen gefunden werden könnten, die den Menschen zugutekommen würden. Dann gehe ich weiter zu Frau Schubert. Sie haben gesagt, dass wir auf Landesebene das Asyl-BEG leider nicht abschaffen können. Das stimmt, aber wir können es natürlich abpolstern. Berlin kann viele eigene Wege gehen. Auch in dem Fall würde ich sagen, wir können das, wenn ein politischer Wille da wäre. Ehrlicherweise würde dieser politische Wille die tatsächliche Verschlankung der Verwaltung wahrscheinlich auch dann mal ermöglichen. Genau.
Und weil Sie das ja auch nochmal angesprochen haben mit den Zugängen zum System und den Schutzlücken, die sind massiv für Menschen, die entweder gehemmt sind, darin sich artikulieren zu können, wie das der Gegenüber erwartet, nämlich auf Deutsch. Auch bis heute noch bei den Menschen, die in Tegel sind und zur Leistungsgewährung des LRF geladen werden, wird das in Schriftform getan und zwar auf Deutsch. Ich frage mich, wie die Behörde, die nur wirklich, also wirklich nie mit deutschen Staatsbürgern zu tun hat, eine Behörde ist, die ausschließlich auf Deutsch lädt und in Schriftsprache. Also ja, es gibt Schutzlücken, es gibt Zugangsbarrieren und die fangen schon bei Ladungen an. Und genau, und die sind besonders massiv für Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen und psychischen Erkrankungen, denn dort ist es dann schon noch mal schwerer, trotz Sprachbarriere und ungeklärtem Status die Bedürfnisse überhaupt ernst genommen zu bekommen. Und als letztes würde ich sagen, Frau Schmidt, Sie haben gefragt, wie das so ist in Reinickendorf mit der Ärzteüberlastung. Die Leute in Tegel, vor allem die Asylsuchenden, haben keinen versicherten Status, die können zu gar keinem Arzt rennen, egal wie viele Fahrminuten der weg ist, sondern die finden sich bald alle in der Clearingstelle wieder, die dann nächstes Jahr hier sitzt und sagt, Vorsprachen sind verdreifacht worden. Also ja, noch spüren da vielleicht die Ärztinnen aus Tegel vor allem von Seiten der UkrainerInnen was. Aber das müsste wahrscheinlich dann Frau Tümmler wissen. Ich möchte an dem Punkt nochmal mir das Recht rausnehmen. Ich war gestern in Tegel und habe dort beraten und habe dort einen Mann getroffen, der schon bei der PIA angedockt war, psychiatrische Institutsambulanz und Psychopharmaka verschrieben bekommen hat, aufgrund der massiven psychischen Erkrankung, die er hat. Und er war zur ersten Leistungsgewährung im LRF. Ich hatte das LRF vorab darauf hingewiesen, dass es hier einen Menschen gibt. Ich habe die Atteste mitgeschickt, Überweisungsträger von der PIA ausgestellt mit Leistungsträger LRF. Versuchen Sie damit mal in eine Apotheke zu gehen, da kriegen Sie gleich gar nichts. Dieser Mann wurde wieder zurückverteilt nach Tegel und auf seiner deutschsprachigen Ladung stand das auch unten extra so drauf. Bitte beachten Sie, Sie werden keine andere Unterkunft zugewiesen bekommen. Und diese Menschen finden sich dann jetzt in Tegel immer noch ohne Versicherung, ohne Möglichkeit, an seine Medikamente dort zu kommen und in der psychischen Ausnahmesituation. Das heißt also, wir sind weit weg von rechnerisch funktioniert das und weit weg von Informationslücken, die wären das kleinste Problem, was wir haben. So, dann Herr Büttner, bitte. Ja, vielen Dank. Anknüpfend auch an meine VorrednerInnen möchte ich zwei grundsätzliche Sachen noch mal vorweg schicken. Der Versorgungsgrad ist aus unserer Perspektive so lange irrelevant, wie erstens die AntragstellerInnen keine elektronische Gesundheitskarte oder jedenfalls die vorläufige Betreuungsbescheinigung haben, weil die ÄrztInnen sie nicht annehmen. Und zweitens auch Sprachmittlungen nicht flächendeckend im Rahmen der medizinischen Leistungserbringung gewährt werden kann. Da haben wir auch die Herausforderung, dass das auf Bundesebene, wie das eigentlich im Koalitionsvertrag der Regierungskoalition vorgesehen ist, wohl nicht kommen wird. Ich möchte das nochmal untermauern. Unseres Kenntnisstandes nach muss Sprint 50% der Anfragen ablehnen. Das heißt, wir haben da einen ganz enormen Nachbesserungsbedarf. Das zweite Grundsätzliche, wir plädieren dafür, keine Behelfsstrukturen einzuführen und müssen trotzdem sagen, dass es wohl Medipoints braucht. Und gerade für den Übergang, bis wir das in Berlin hinbekommen, die Strukturen entsprechend umzustellen, vor allen Dingen diese elektronische Schnittstelle, ich hoffe, dass die dann auch Ende Quartal 3 kommt, um tatsächlich die Leistungsgewährung so ein bisschen zu verbessern und die Schutzlücken und die Leistungslücken da zu vermindern. Wo gibt es Medipoints? Meines Kenntnisstandes nach gibt es einen Medipoint ausschließlich in dem Ankunftszentrum in Tegel. Es gibt im Ankunftszentrum Reinickendorf meines Wissens nach das Angebot des DRK, was in ganz massiven Fällen, medizinischen Notfällen, dort medizinisch erst screent und gegebenenfalls versorgt und dann entsprechend auch in Krankenhäuser weiterverweist. Da wäre ich aber oder für eine Ergänzung sehr dankbar. Wo braucht es diese? Ich habe mich im Vorfeld noch mal mit sowohl der Unterkunftsleitung des IBs als auch der AWO in Tempelhof unterhalten und da gibt es auch Austauschrunden mit der Verwaltung, das ganz klare Votum bekommen, dass es einen entsprechenden Medipoint braucht, solange diese Versorgungslücken bestehen. Was muss dieser Medipoint können? Was er können muss, ist tatsächlich verweisen. Also er muss an FachärztInnen überweisen können. Es braucht
Das ist eine Forderung, auch eine Kassenzulassung. Da sind mir die Herausforderungen schon auch bewusst. Dennoch möchte ich das hier so wiedergeben. Was braucht es denn aber noch in den Unterkunftsstrukturen? Was es braucht, ist tatsächlich eine Kenntnis darüber, was bringen die Menschen, die in den Unterkünften sind, an chronischen, an Erkrankungen, an psychosozialen Herausforderungen, an Behinderungen mit. Wenn ich höre, dass 25 Menschen in Tegel nicht wohnen können, dann bedeutet das, dass die psychosoziale Betreuung, der psychosoziale Betreuungsbedarf so hoch ist, dass eine Unterbringung in Tegel nicht mehr funktioniert. Das bedeutet aber nicht, dass nur 25 Personen psychosozialen Betreuungsbedarf haben. Das heißt, es braucht eigentlich in den Unterkünften ein anständiges Screening-Verfahren, gerade im Hinblick auf Menschen mit Behinderungen und mit psychosozialen Bedarfen. Da haben wir auch schon entsprechende Vorschläge unterbreitet. Die Prozesse im Ankunftszentrum sollten grundsätzlich auch noch mal so ein bisschen evaluiert werden. Wir haben im LAF 12 SozialarbeiterInnen beim Sozialdienst und wir hatten jetzt rund 16.000 Menschen, die letztes Jahr angekommen sind. Das ist ganz schön viel für 12 SozialarbeiterInnen, die sich für besonders schutzbedürftige geflüchtete Menschen oder sich um diese kümmern müssen. Das heißt, da plädieren wir tatsächlich auch um eine entsprechende Aufstockung der Kapazitäten im LAF. Wir hatten über Sprachmittlung gesprochen und ich würde jetzt gerne noch mal ein ganz konkretes, auch aktuelles Beispiel zur Relevanz von Sprachmittlung im Rahmen der Leistungserbringung geben. Wir hatten vorgestern eine Klientin bei uns im Zentrum überleben, die ganz akut suizidgefährdet gewesen ist, also suizidial. Die musste in ein Klinikum verbracht werden, um da in eine stationäre Aufnahme aufgenommen zu werden. Sie ist gestern entlassen worden, weil es keine entsprechende Sprachmittlung gab. Und auch ohne diese, ohne Sprachmittlung, adäquate Sprachmittlung auch nicht weiter behandelt werden konnte. Zu den Schutzlücken ganz grundsätzlich und der Notfallversorgung. In solchen Situationen kann das Zentrum Überleben nach dem Asyl-BLG leider nur Krisenintervention anbieten und keine entsprechende psychosoziale Begleitung oder eine Psychotherapie. Das ist ein großes Problem. Insofern danken wir auch für die senatsseitige Förderung und die Möglichkeiten, die es bei der weiteren Begleitung der KlientInnen gibt. Das ist aber notwendigerweise auch noch ausbaufähig. Ja, das war es im Wesentlichen. Vielen Dank. Frau Zwirner, dann haben Sie das Wort, bitte. Okay. Also, danke für die Fragen zur Clearingstelle. Wir sind zum einen für Menschen eben zuständig, die eben einen unklaren Leistungsanspruch oder eine unklare Zugangsmöglichkeiten haben, um die zu beraten, dass sie eben ihre Rechte, ihre Ansprüche wahrnehmen und umsetzen können. Also hier ist dann das Ziel, eine Krankenkasse oder Krankenhilfe, Asylbewerberleistungen, Sozialamt herzustellen. Die zweite Gruppe, die wir beraten, sind Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus, die erstmal oder auch längerfristig gar keinen Zugang haben, weil sie hier keinen, weil Übermittlungspflichten, also theoretisch haben sie ja Anspruch auf zumindest Asylbewerberleistungen, aber sie können sie nicht wahrnehmen, weil Übermittlungspflichten auf Bundesebene diesen Zugang verhindern. Also das ist eben das große Problem und deswegen ist diese Menschen, Personengruppe auf die Versorgungsmöglichkeiten durch die Clearingstelle angewiesen. Unser Problem ist eben, dass die Menschen, bei denen es einen Zugang gibt, dieser Zugang teilweise so schwer herstellbar ist oder so lange dauert, dass wir über weite Zeiträume, also wir sprechen hier nicht nur von Wochen als Überbrückung, sondern teilweise über mehr als ein Jahr Kostenübernahmen ausstellen, weil Ämter die Anträge nicht bearbeiten. Und wir arbeiten mit begrenzten Mitteln. Es ist gut, dass wir in diesem Jahr und im nächsten Jahr sind im Haushalt voraussichtlich ausreichend Mittel für die medizinische Versorgung eingeplant. Aber in den letzten zwei Jahren war die Situation anders. Wir hatten zunächst zu wenig Mittel.
Und das hat uns zu der Situation gebracht, dass wir zwischenjährlich mehrfach aufgestockt werden mussten und immer kurz davor waren, Behandlungen nicht weiter finanzieren zu können. Und bei uns sind Menschen eben dauerhaft an die Versorgung angebunden, darauf auch angewiesen. Wir stellen Kostenübernahmen für dialysepflichtige Personen auf, für chronisch kranke Menschen mit HIV. Wir haben viele Kostenübernahmen im Bereich der Suchtmedizin, das sind Substitutionsbehandlungen, aber auch Krebstherapien. Und wenn da die Mittel dann nicht ausreichen, weil wir an anderer Stelle Behandlungen finanzieren, wo eigentlich Zugänge da wären, aber die Ämter ihren Aufgaben nicht nachkommen, dann muss das natürlich unbedingt vermieden werden, indem Ämter schneller die Zugänge auch ermöglichen. Also danke für diese Frage. Das ist uns ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, dass wir hier eben nicht einspringen für den Personalmangel und die unklaren Zuständigkeiten der Ämter in Berlin. Die Wichtigkeit der Sprachmittlung kann ich absolut bestätigen. Die meisten Behandlungen sind ohne Sprachmittlung gar nicht möglich. Ein Aufnahmegespräch vor einer Operation kann gar nicht erfolgen, wenn die Person nicht darüber aufgeklärt wird, welche Risiken und welche Nachsorgemöglichkeiten nach der Operation bestehen. Wir werden so gut finanziert, dass wir eben immer Sprachmittlung zu den Arztterminen, professionelle Sprachmittlung mitschicken und auch mitorganisieren. Aber wäre das nicht möglich, könnten viele Behandlungen nicht stattfinden. Natürlich ist das Problem, dass es eben auf keine Kassenleistung auf GKV-Niveau ist. Und solange wir dieses Problem auf Bundesebene haben, ist es natürlich wichtig, dass Berlin andere Möglichkeiten wie zum Beispiel Sprint so ausreichend fördert, dass sie eben auch alle Anfragen bedienen können. Genau, zur notfallmedizinischen Versorgung, ja, das Asylbewerberleistungsgesetz ist ein Problem auf Bundesebene. Hier ist eben eine weite Auslegung, zumindest für den medizinischen Bereich in Berlin, sehr wichtig. Und was wir aber eben hier besonders als Problem sehen, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, ist die Notfallversorgung von Menschen ohne Leistungsbezug, also die gar nicht im Asylbewerberleistungsgesetz sind und auch keine Krankenkasse haben, dass die eben im Notfall von Krankenhäusern behandelt werden müssen. Die Refinanzierung dieser Notfallbehandlung bei den Sozialämtern nach § 25 im SGB 12, die funktioniert nicht, weil die Hürden so hoch sind und deswegen werden die Anträge regelmäßig abgelehnt. Da haben uns einige Sozialämter auch mitgeteilt, oder zumindest ein Sozialamt hat es uns auch deutlich mitgeteilt, dass sie die Anträge sowieso immer ablehnen. Ohne Prüfung werden grundsätzlich abgelehnt. Das zeigt einfach, dass da die Krankenhäuser ein großes Problem haben. Sie sind in der Pflicht, Menschen im Notfall zu behandeln. Sie können Menschen im Notfall, dürfen sie nicht abweisen. Das wäre unterlassene Hilfeleistung. Aber am Ende ist die Refinanzierung durch das Land Berlin, durch die Sozialämter nicht sichergestellt. Und ein letzter Punkt hatte ich mir noch notiert, die Zugänge. Ja, wir sehen das auch, die Zugänge zu Behörden sind nicht niedrigschwellig. Informationen, die Menschen erhalten Fehlinformationen, sie werden abgewimmelt. Häufig ist es eben, wenn keine professionelle Begleitung dabei ist, kommen die Menschen gar nicht rein. Selbst ehrenamtliche Begleitungen werden abgewimmelt. Bei der Ausländerbehörde ist es oft wichtig, dass ein Jurist dabei ist, damit die Menschen überhaupt erst Zugang bekommen. Da ist es natürlich wichtig, dass diese Zugänge für die Menschen geöffnet werden und barrierearme, niedrigschwellige Informationen in den verschiedenen Sprachen für Geflüchtete zur Verfügung gestellt werden. Vielen Dank, Frau Zwirner, auch für Sie, auch an Sie für Ihre, für die Information. Und jetzt sind wir am Ende unserer Tagesordnung angekommen. Ich will mich nochmal bei allen Anzuhörenden bedanken. Super Performance im Auftrag unseres Ausschusses. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich will mich auch bei der Senatsverwaltung für Gesundheit bedanken, bei Herrn Dr. Jetzt habe ich doch Dewitz, Herrn von Dewitz, genau. Und auch bei Herrn Zinn von der Senatsverwaltung Asgiva bedanken für Ihre Informationen. Und diesen Tagesordnungspunkt würde ich dann mit Ihrem Einvernehmen so abschließen, dass wir es vertagen, bis das Wortprotokoll vorliegt und wir das dann aufrufen. So verfahren wir. Dann rufe ich den letzten Punkt der heutigen Tagesordnung auf, von uns allen sehr beliebt, Verschiedenes.
Hat von Ihrer Seite jemand etwas? Sehe ich nicht. Ich darf Sie nur darauf hinweisen, dass unsere nächste 17. Sitzung am Donnerstag, den 25. April, wieder hier stattfindet. Dann schließe ich die Sitzung, bedanke mich auch bei der Technik, bei allen Zuschauenden, auch hier im Sitzungssaal. Und die Sitzung ist geschlossen. Die Sprecherinnenrunde im Anschluss machen wir wieder hier, aber in 5 Minuten.